Als allererstes möchte ich sagen, heute Abend geht es um Gebet, um Beten. Und eigentlich, wir haben vorhin zusammen gebetet und dann habe ich gedacht, wir wollen dich begeistern, ganz neu für Gebet. Dass du selber wieder ganz neu entdeckst, welche Kraft Gebet hat, welche Auswirkungen Gebet hat. Und gerade die Leute, die müde geworden sind, die gesagt haben, oh, das mit dem Beten fällt mir so schwer und ich sehe so wenig Zeugnisse. Ja. Für die wollen wir auch heute Abend in besonderer Weise beten und auch ein, ein Beispiel geben, nicht aufzugeben, dran zu bleiben, dich von Gott ermutigen zu lassen. In dieser Woche hat mich jemand angerufen und hat gesagt, also der Frau geht es wirklich schlecht. Sie hat viele Probleme in ihrer Umgebung mit sich selbst und wie auch immer in der Familie. Und sie hat geweint und sie hat gesagt, ich kann nicht mehr beten. So. Und das ist etwas... Das bekommen wir tatsächlich ab und zu. Ja, dass Leute sagen, ich habe so lange gebetet, ich kann nicht mehr, ich gebe auf. Ja, genau. Ist durchaus ein Thema, was vorkommt, wo Leute an einen Punkt kommen, wo sie sagen, ich schaff's nicht mehr. So, aber trotzdem... An so einer Stelle helfen keine Durchhalteparolen. Ja. Da kann man nicht sagen, ja, stell dich doch nicht so an oder mach einfach weiter sonst was, sondern da muss was anderes kommen. Da muss eine Erfrischung vom Himmel kommen, da muss eine Berührung des Herrn kommen, da muss eine Gebetserhörung kommen, damit es weitergehen kann. Ja, also es ist etwas, was ich auch total nachvollziehen kann. Ich war oft auch in Bedrängnis und ich weiß, dass wenn man in Bedrängnis ist, dann... versucht einem der Feind auch noch die letzten Ressourcen zu klauen und einen total auf den Boden zu werfen. Und man hat den Eindruck, dieser heiße Draht zum Himmel, den gibt es nicht mehr. Man hört Gott nicht mehr, das Bibellesen fällt schwer. Und diese depressiven Gedanken, die nehmen immer mehr Raum ein. Und wir wollen euch auch gerade heute Abend ermutigen, wieder aufzustehen, wieder neu diese Gnade, dieses Vorrecht zu beten, in Anspruch zu nehmen. Die Waffen wieder in die Hand zu nehmen. Genau. Die Waffe des Gebetes, die Waffe von Proklamation, von Fürbitte, von Lobpreis, um tatsächlich in den Sieg zu kommen, den du eigentlich so dringend brauchst. Ja. Und zu diesem gehört es auch, dass wir unseren Sprachgebrauch verändern. Auch den Sprachgebrauch im Beten. Viele Leute beten in Niederlage, aus der Niederlage. Sie betrachten nur das Problem und sie kreisen ständig um dieses Problem herum. Und wir müssen tatsächlich in eine andere Position kommen, dass wir dem vertrauen, der größer ist als unsere Umstände, als die Dinge, die in unserem Leben gerade als Chaos vorhanden sind. Richtig. So, wir werden halt den ganzen Abend schon heute immer verschiedene Impulse weitergeben. Wir werden viel beten. Ja, wir werden viel beten. Es sind mega viele Gebetsanliegen reingekommen. Und ihr seht vielleicht hier, Moment, ich gehe mal zurück. Ihr seht das Mosekörbchen. Das ist schon ein ausgewachsener Mosekorb, ne? Es ist richtig prall gefüllt und wir haben sehr ergreifende Gebetsanliegen bekommen, aus jedem Bereich. Herzzerreißend teilweise. Bei manchen Sachen, da wird einem wirklich, das ist beklemmend, ja? Ja. Also, wo man wirklich sagt, wie unvorstellbar ist das? Es ist ja nicht so, dass hier irgendwelche Menschen in Not sind. Es ist ja nicht so, dass das irgendwelche Leute sind, sondern das ist das Volk Gottes. Yes. Das sind die Kinder Gottes, die Söhne und Töchter Gottes, die so vom Feind attackiert worden sind und in Bedrängnis gekommen sind und niedergeknüppelt worden sind. Das ist einfach, das ist unakzeptabel, das geht überhaupt nicht. Also wir sind manchmal richtig erzürnt über das, was wir sehen, wo wir sagen, der Feind muss wirklich
Widerstand geboten werden, der muss, Einhalt geboten. Der muss zurückgedrängt wirklich zerstört werden in seinen Machenschaften. Ja, das ist nicht in Ordnung. Das stimmt. Das sind Dinge, wo man einfach merkt, oder andersrum gesagt, man merkt wie, zum einen, wie scharf die Attacke gegen das Volk Gottes ist. Stimmt. Man muss sich dazu bewusst machen, die Menschen der Welt, die lässt der Feind, wenn sie eben nicht gefährlich sind, in der Regel auch in Ruhe. Das Volk Gottes, das sind diejenigen, die am meisten attackiert sind. Manchmal fragt man sich, warum geht es ihnen am schlechtesten, hat man fast den Eindruck, weil sie eben am meisten attackiert sind. Aber das ist ja trotzdem nicht die Absicht des Herrn. Wir sollen siegreich sein, wir sollen vorangehen, wir sollen gesegnet sein in jedem Lebensbereich. Aber sagenhaft viele Christen erleben das nicht. So, und das muss ein Ende haben. Genau. Also ich glaube, grundsätzlich ist der Feind immer daran interessiert, jeden Menschen auf der Erde zu berauben, zu belügen und letztendlich auch das Leben zu nehmen. Ja. Und bei den Christen ist es nochmal sein Anliegen auch, dass sie sich abwenden durch die Umstände vom Herrn und sagen, das macht alles keinen Sinn und mit diesem Gott will ich nichts zu tun haben oder so ähnlich. Und so, wir sagen, wir wollen heute wieder eine Bresche schlagen, dass du auch ermutigt wirst, neu ermutigt wirst, Gebet zu ergreifen. Denn Gebet ist immer ein Reden mit Gott. Ja. Ist immer ein Beziehungsding zwischen Jesus und mir, zwischen dem Heiligen Geist und mir. Guck, wenn du mit jemandem... Warte mal, da hast du eigentlich schon das Wichtigste gesagt. Okay. Viele Menschen denken, Gebet ist was, was man sich, also Gebetserhörung ist etwas, was man sich irgendwie erarbeiten muss. Verdienen durch gutes Verhalten oder irgendwelche Benimmregeln, fromme Benimmregeln oder durch Ableiern von Gebeten, je mehr, je besser nach dem Motto oder so. Das ist alles Nonsens. Das ist religiös. Gebet ist eine Beziehungssache. Ja. Und absolut. Du empfängst etwas aus einer Beziehung heraus und nicht durch so ein Geleier. Ja. Ne? Also, ich wollte nur noch mal ein Beispiel anfügen. Wir sind schon lange verheiratet und trotzdem merken wir immer, wir leben von diesem gemeinsamen Austausch, von diesem Miteinander reden. Und ich glaube, dass das mit Jesus, mit dem Heiligen Geist, mit Gott dem Vater genau das Gleiche ist. Wir sind ja als Menschen nur da in der Beziehung, sind wir wie ein Beispiel. Aber aus der Beziehung, eine Beziehung lebt ja auch von dem Austausch und von dem Miteinander, von dem Mitteilen. Und ich spreche von mir und Martin spricht von sich und wir tauschen Dinge aus und wir schauen, dass wir gemeinsam in die richtige Richtung kommen. Und ich glaube, dass Gebet so etwas gemeinsam, also aus der Beziehung geboren wird. Und deswegen ist es uns ganz wichtig, dass wir immer wieder euch ermutigen wollen, in dieser Beziehung mit dem Herrn neu reinzugehen. Eine neue Hingabe, ein neues Aufstehen. Ganz, man kann jeden Tag, jede Nacht kann man mit dem Herrn neu anfangen und kann wieder neu in diese Liebesbeziehung mit ihm reingehen. Da ist der Punkt vor allen Dingen wichtig, das Gebet, was du zum Herrn richtest, ist natürlich anders, als wenn du in Autorität betest und beispielsweise den Feind natürlich zurückweist, weil er irgendwie, keine Ahnung, deine Kinder andatscht oder sonst was oder wegziehen will. Also da gibt es natürlich im Gebet auch x verschiedene Arten, aber grundsätzlich ist es etwas, was aus der Beziehung zum Herrn, dem Verständnis, wer wir sind in Christus, welche Position wir haben, was unsere Identität ist, welche Autorität wir haben. Ja. Wenn wir dafür ein Verständnis haben, dann können wir in einer Art und Weise beten und dem Feind quasi zurückweisen oder sowas, Dinge binden, Dinge lösen, was die Bibel eben sagt. Und trotzdem ist es etwas, wenn wir uns an den Herrn wenden, was aus einer reinen Liebesbeziehung, einer quasi intimen, innigen Liebesbeziehung herauskommt, weil nur dadurch bekommen wir nämlich die Identität und die Autorität, die wir brauchen. So, wenn jetzt jemand einfach nur betet und meint, durch Worte produziert er das. Das war ja das mit den Pharisäern, hat Jesus mit denen darüber gesprochen. Ja. Man redet nur und denkt, dadurch passiert was. So funktioniert das nicht. Ja. Ja, es muss aus dieser intimen Position herausgeboren sein, die uns die Identität gibt, aus der wir dann wiederum agieren können. Mit Autorität. Genau. Genau.
Ein Teil von, also eine Waffe im Gebet ist das Abendmahl. Wir hatten das schon angekündigt, dass wir heute Abend gemeinsam Abendmahl nehmen wollen. Yes. Wir sind zwar nicht in Gemeinschaft miteinander zusammen, aber schon. Aber trotzdem in diesem Raum, in diesem geistlichen Raum, ja, den wir jetzt miteinander haben, werden wir gemeinsam dieses Abendmahl nehmen nachher, weil wir dann auch für die Gebetsanliegen, die reingekommen sind, beten wollen. Wir wollen über den Anliegen das Abendmahl nehmen. Ja. Und wir wollen dieses kostbare Blut Jesu und seinen Leib über diesen Anliegen ausrufen, über diesen vielen Menschen. Also wenn du noch nicht dir etwas besorgt hast, dass du nachher das Abendmahl mit uns nehmen kannst, kannst du das jetzt noch machen. Am besten jetzt, ja. Ja, genau. Etwas Brot, etwas Wein oder Saft. Oder Saft oder wie auch immer du das handhaben aber möchtest. Aber klingt sich da ein, dass du ja das mit uns zusammen machen kannst. Genau. Im Geistlichen sind wir eins. Im Geist gibt es keine Entfernung. Da sind wir zusammen. Ja. So, und eine von, wir haben so viele geniale Zuschriften bekommen. Ich bin total, wir sind echt gesegnet. Ich wollte übrigens hierzu noch was sagen. Ja, genau. Und das darum, dazu komme ich ja jetzt. Okay. Eine Waffe im Gebet ist dieses Schofarblasen. Und wir kommen eigentlich heute Nacht. Heute Nacht, heute Morgen früh. Ja. Heute Morgen um 1:30 sind wir zu Hause gewesen. Und wir waren gestern in der Nähe von Stuttgart in Deckingen. In der Nordalb. In der Nordalb zu einem Schofar-Einsatz. Und das war so ein gesegneter Tag. Anders kann ich das nicht sagen. Ich selber blase gar nicht Schofar. Ich bin dabei, um diesen Einsatz zu unterstützen, währenddessen zu beten, mit den Teilnehmern zu sprechen. Und jetzt habe ich gestern auch gesagt, alle Teilnehmer, die gestern dabei waren und die heute Abend jetzt hier auch mit im Gottesdienst sind, ich grüße euch ganz, ganz herzlich. Es waren für mich so wertvolle Kontakte, so wertvolle Gespräche. Manches war so lustig, manches war, ja, es gab auch Gespräche, die mir sehr zu Herzen gegangen sind. Aber es war so eine geniale Gemeinschaft. Eine super Atmosphäre. Eine super Atmosphäre. Und ich möchte euch schon mal eine von den Rückmeldungen, kannst du mir noch mal kurz helfen? Genau. Möchte ich euch kurz vorlesen, das hat mich auch sehr begeistert. Vielen Dank für euren Einsatz, den ihr auf so vielfältige Weise macht. Wir waren gestern beim Schofar-Einsatz in Deckingen und es war für mich kräftezehrend auf psychischer und physischer Ebene. Man muss wissen, gestern war einer der heißesten Tage. Es waren, ich weiß nicht, 32 Grad oder 100 Grad, ich weiß nicht. Na, so heiß war es auch nicht. So heiß war es auch nicht, aber für manche war es wirklich tatsächlich sehr heiß. Und sie schreibt, sehr wohltuend war für mich die Gruppe, in der ich war. Wir hatten nämlich 7 Gruppen gebildet, weil es waren 120 Leute. 120! Das war nicht nur obergemacht, das war einfach nur die volle ja, es waren Zahl. Bläser, ja, und Beter und Fürbitter und Leute mit Fahnen und Flaggen. Ja. Richtig wilder Kampfhaufen. Ja. Sehr bunt, sehr laut, sehr fröhlich. Ja. Und die Gruppe, in der ich war, ist mit Gebet, Proklamation und Lobgesang marschiert. Auf dem Rückweg hatte ich eine gesegnete Gebetszeit mit einem persönlichen Gebetsmarsch. Das ist auch dabei. Ganz persönlich, Gott und ich, Jesus und ich, der Heilige Geist, teilt mir Dinge mit. Geschwister sprechen mir Ermutigung zu. Und das sind so ganz besondere Sachen. Ich habe für meine persönliche Situation und die Menschen in meinem Umfeld gebetet. Und dann sagt sie, und jetzt schreibe ich noch gerne meine Anliegen, die ich jetzt für heute Abend, für diesen Gebetsabend mit hineingeben möchte. Und sie war sehr gesegnet. Und das ist eine der Rückmeldungen. Viele haben schon gesagt, wie sehr sie
gesegnet waren gestern von diesem Einsatz? Also es ist so, für diejenigen, die damit jetzt nicht wirklich was anfangen können, ein Schofar ist ein altes Blasinstrument, was wir in der Bibel reichlich finden. Und es ist etwas, was in den jetzigen Tagen auf einmal wieder hochkommt, stimmt, weil es hat eine endzeitliche prophetische Bedeutung. Ja. Es ist das Instrument der Endzeit. Und wir glauben, dass es deshalb momentan ins Bewusstsein kommt. Ja. In vielen Nationen der Welt, eben auch in Deutschland. Es gibt zunehmende Zahl von Leuten, die sich dafür interessieren, die Verständnis dafür bekommen. Wir werden demnächst mal darüber lehren und mal eine Einheit darüber halten. Was ist das mit dem Schofar? Was bedeutet das? Und dann kommt man einfach zusammen aus ganz Deutschland. Ja. Aus ganz krass, Deutschland, echt krass. Vom Norden wirklich bis zum Süden, kommt man dort zusammen, stimmt, irgendwo in der Pampa, trifft sich, hat eine kurze Instruktion, es ist eine Bombenstimmung und dann macht man diesen Schofar-Einsatz und zwar aus dem Geist geleitet, nicht ein fertiges Programm, sondern wir schauen, wie der Herr das führt. Dann kommen Impulse aus der Gruppe, was weiß ich, es wird ein Lied gesungen, eine Prophetie weitergegeben, jemand sieht etwas, es waren sagenhaft viele Bilder mit Engeln, die dort an dem Platz waren. Ja. Und dann weiß man, okay, wir gehen in die Richtung und machen das weiter. Und letztlich ist es so, es ist grandios, weil der Heilige Geist es führt. Man kommt aus ganz Deutschland zusammen an einen Ort, schlägt das Reich des Feindes so richtig in Schutt und Asche und geht fröhlich wieder nach Hause. Ja. Ja, es ist wirklich cool. Es ist anstrengend. Echter Einsatz, aber es ist wirklich etwas, was das Reich Gottes bewegt. Aber schau, es sind ja viele unter uns, die unser Land, unsere Nation schon so viele Jahre auch auf dem Herzen tragen, die so lange gebetet haben. Manchmal bekommen wir E-Mails, wo Leute sagen, ich bete schon 20 Jahre für diese Erweckung, die kommen soll. Und wir wollen neu da rein beten, neu da rein proklamieren, dass die Wende kommt, dass wirklich der Herr diese neue Erweckung in unser Land schenkt. Also wir sind nicht Leute, die zufrieden sind mit Hauptsache ich und die kleine Schar der Gläubigen kommt mit zu Jesus oder kommt mit in den Himmel. So gerade herrschaft gerettet. So gerade, so Hauptsache ich bin durch, was mit den anderen passiert, ja, leider haben sie es nicht gepackt oder so, sondern wir sind Leute, die sagen, wir müssen ganz, ganz dringend in dieser Zeit und wirklich müssen, das Evangelium der Gnade, der Kraft Gottes weitergeben. Absolut. So, und dazu lese ich euch nochmal eine Mail so auszugsweise vor, weil es heute Abend ja auch um Gebet geht. Hier schreibt jemand, der sich bedankt. Also wir haben ja auch die Clips, diese kurzen Clips, die auf unserer Webseite sind. Und da kannst du immer mal nachschauen. Da gibt es wirklich total wirklich gute Impulse. Man kann sowieso auf Impulse. Der Webseite nachschauen. Ja. So, und hier bedankt sich jemand für diesen Clip, die gute Hand Gottes. Und sie schreibt, diese Nachricht kam gerade rechtzeitig. Manchmal bin ich schon niedergeschlagen. Vor 55 Jahren haben wir unser Leben Jesus anvertraut. Mit 26 Jahren, viel zu früh, wurde mein lieber Mann berufsunfähig und musste sich von seinen Kollegen verabschieden. Er bekam durch einen Schlittenunfall epileptische Anfälle, die immer schlimmer wurden. Und ein Kollege erzählte uns von dem Gott, der Wunder tut, und lud uns zu einer Evangelisation ein. Das ist echt krass. Und da hat sich jemand getraut. Dort haben wir zum ersten Mal Gottes Reden gehört und erlebt. Das Wunder der Heilung haben wir nicht erlebt, aber Gottes Durchhilfe bis heute. Ihr Lieben, als ich das gelesen habe, das hat mich so ermutigt. Das hat mich total, total ermutigt. Es waren sehr schlimme Jahre, teilweise. Manche waren auch gute Jahre. Heute, jetzt hört zu, heute ist mein Mann 81 Jahre alt und was ich nie für möglich gehalten damals. Mein Mann bekommt keine Anfälle mehr. Es gab dann Ende der 70er Jahre ein neues Medikament und das hat diese Anfälle ausschalten können.
Mein Mann ist zwar pflegebedürftig, aber wir haben jemanden, der uns hilft. Und ich bin 82 Jahre. Hey, diese Teilnehmerin hier, die hat diese Mail geschrieben. Also, wisst ihr, das sind Sachen, die beeindrucken mich einfach. Das sind Leute, die haben in jungen Jahren den Glauben an Jesus gefunden. Nach einem derben Schicksalsschlag. Ja, sie haben das nicht in den Jahren aufgegeben und gesagt, naja, also wenn Gott kein Wunder tut und wenn das, dann stimmt das ja alles nicht und dann schmeiße ich das wieder hin. Nein, sie hat geschrieben, sie haben schlimme Jahre gehabt und gute Jahre, sie haben Medikamente gehabt und sie sind aber im Glauben dran geblieben. Und das ist etwas, wo ich sage, dahin müssen wir alle kommen. Dass wir bis zum Ende den Glauben behalten. Ja. Gott kommt es viel mehr auf unser Herz an, als auf alle anderen Dinge. Und am Freitagabend um 19.30 Uhr sind wir seit 4 Wochen dabei und wir freuen uns darauf. Und vielen Dank für die Mails und Clips, so wie heute. Hey, wir grüßen euch, wenn du dabei sitzt, Marianne. Wir grüßen euch herzlich in diesem Gottesdienst. Wir sind wirklich begeistert, dass ihr euch habt prägen lassen, ausbilden lassen zu Überwindern. Und das ist das, was der Herr wirklich möchte. Auch an diesem Abend mit Gebet, er möchte uns zu Überwindern ausbilden. So, was ich lese nochmal, 2 kurze und dann wollen wir über Gebet Lehre haben. Ja, bisschen was sagen. Nur damit ihr wisst, das, was hier in dem Mosekörbchen ist, es hat so viele unterschiedliche Dinge. Manche sind wirklich ganz, ganz persönlich, aber so wie das hier, das ist etwas, was uns alle betrifft. Alle. Okay. Mein Anliegen ist, hallo zusammen, danke, dass ihr betet. Momentan, muss ich sagen, belastet mich die ganze Verschärfung der Maßnahmen aufgrund Corona sehr. Es macht mir etwas Sorge, dass immer wieder von einem zweiten Lockdown die Rede ist und ich habe Angst davor. Ich weiß, dass Gott alles in der Hand hat, aber trotzdem wünsche ich mir gerade zurzeit mal wieder ein bisschen Entspannung der Stürme und Zeit zum Aufatmen. Und das ist etwas, wo ich sage, ja, das stimmt. Viele haben uns in den Gebetsanliegen von ihrer Angst berichtet, von ihren Sorgen berichtet, von dem, dass sie mit diesen Maßnahmen nicht wirklich gut umgehen können, nicht wissen, was kommt denn auf mich zu. Und das ist wirklich eine sehr schwierige Sache und wir wollen heute Abend auch da reinbeten. Wir haben gestern bei diesem Einsatz gebetet für unser Land. Wir haben proklamiert für unser Land, dass eine Wende kommt. Und wir wollen heute Abend genauso diesen Shift, diese Veränderung in deinem Leben beten. Und dann schreibt hier jemand, mein Arbeitsplatz wird aufgelöst und ich habe noch nichts Neues. Ich brauche eine Teilzeitstelle, bei der ich auch für meine Kinder da sein kann. Und ich danke euch, wenn ihr darin mit mir steht. Es sind wirklich schwierige Situationen jetzt. Ja. Und das 3., 4. Quartal, in dem wir jetzt noch sind und reingehen, wird schwierig wahrscheinlich für den einen oder anderen noch werden. Aber, es gibt das Aber Gottes in unserem Leben. Und wir wollen uns ganz fest an dieses Aber Gottes hängen. Im Gebet hängen. Amen. Das ist unsere Waffe. Absolut. Unsere erste, immer vorrätige Waffe. Schau, du brauchst Gebet oder du brauchst das Reden mit Gott nicht irgendwo zu suchen und nicht irgendeine Kiste mit dir rumzuschleppen, wo du drin rumkruscht, um jetzt zu wissen, was soll ich denn jetzt beten? Sondern ganz nahe ist er deinem Mund und er wird das verstehen, was du betest. Er wird den Schrei deines Herzens verstehen und er weiß die Situation, in der du bist. Trotzdem möchte er, dass du mit ihm im Gespräch bist. So, wir haben noch viele Namen die bekommen. Die Sache musst du aber noch jetzt hier reintun. Wir haben noch viele, viele Namen bekommen. Wir hatten jemanden, der hat, glaube ich,
120 Namen oder irgendwas. Ja, wir haben ja auch gesagt, dass sie uns die Namen schicken sollen. Von den Leuten, die noch nicht Jesus gefunden haben. Dazu will ich nur ganz kurz sagen, schreib nicht nur die Namen auf, sondern nimm dir Zeit. Nimm dir wirklich Zeit. Zeit, um die Namen vor dem Herrn auszubreiten. Nicht nur irgendwie, ja, den kenne ich noch und den kenne ich noch, sondern bete. Bete für die Leute. Du bist der Schlüssel zu ihrem Herzen, zu ihrem Leben, und bete, dass sie eine Berührung durch den Heiligen Geist erfahren und dass sie wissen, es kommt jetzt zu einer Entscheidungssituation. Also die Sache ist ja die, wir gehen ja davon aus, die Anliegen, die uns zugesandt werden, dass du natürlich auch dafür betest. Ja. Ja, das ist ja nicht eine Dienstleistung, so nach dem Motto, ach, dann schicke ich das zu denen und die machen schon, dann kann ich mich zurücklehnen. Ja, das stimmt. Sondern das ist etwas, wo wir uns, guck mal, wo zwei oder drei zusammen sind. Ja? Ja. Wenn du dafür betest und wir dafür beten, dann haben wir eine völlig andere Power. Ja. Wenn du das uns schickst und sagst, alles gut, und wir machen das, dann ist das nicht schlecht, aber das hat nicht die gleiche Dimension. Ja. Wenn du für deine Anliegen wirklich vor dem Herrn einstehst und sich das verbindet im Glauben, dann ist etwas, wo wir glauben, dass wirklich was passieren kann. Ja. Ja? Wie gesagt, das ist keine Dienstleistung und das kann man auch nicht kaufen oder irgendwas. Das ist etwas, was wir auf dem Herzen haben, wo wir sagen, das wollen wir einfach für das Volk Gottes tun, weil wir mitbekommen haben, welche irrwitzige Notsituation da ist. Und wir brauchen Christen, die stehen, Christen, die vorwärts gehen, Christen, die gesegnet sind, um andere segnen zu können. Ja, das stimmt. Und da ist eben unser Verlangen und unser Wunsch, dass das Volk Gottes in ein völlig anderes Level kommt, als das, was wir momentan sehen und erleben. Und zwar ein Level an Segnung in jeder Hinsicht. Ja, ne? Unbedingt. Und es ist ja auch so, schau, wenn du Namen auf dem Herzen hast, dann ist das schon ein Wirken des Heiligen Geistes in dir. Und oft ist es so, dass du diese Leute auch viel besser kennst oder sie siehst in ihren Bedürfnissen oder in ihrer Not oder deine Kinder siehst. Du weißt, was deine Kinder brauchen. Wir haben auch Zeugnisse, wo jemand geschrieben hatte, hey, mein Sohn ist in großen Problemen und der Sohn hat jetzt seiner Mutter wohl gesagt, also ich habe mir das nochmal überlegt, ich will die Ewigkeit nicht verspielen und deswegen nehme ich Abstand von meinem Vorhaben vorher, von dem Schlechten, was ich vorher wählen wollte. Wenn du das weißt und wenn du da reinbetest, du bist der erste Schlüssel. Und dann kommen wir nochmal als Unterstützung für dein Anliegen mit dazu. Ja. Amen. Ich bin gespannt, was du jetzt hast. Und dann mache ich noch mal weiter. Genau. Wir haben hier eine Karte drin, da steht drauf Verheißungen auf mein Gebet. Verheißungen für dein Gebet. Und ich möchte mit dir einfach ein paar Verheißungen, die die Bibel uns auf Gebet gibt, mal durchgehen, um dir zu zeigen, was für einen Stellenwert dem Bereich Gebet und Verheißung auf Gebet eigentlich gegeben wird. Ja? Und du wirst merken, es ist eine geballte Ladung, was die Bibel uns bringt, um klar zu machen, hey, Gebet ist nicht umsonst. Gebet bewirkt etwas. Durch Gebet bewegen wir Dinge. Durch Gebet können Dinge sich dramatisch verändern. Psalm 4, Vers 4. Jahwe hört, wenn ich zu ihm rufe. Amen. Das ist absolut die Wahrheit. Wenn du zum Herrn rufst, der Herr hört es. So, schau mal, die Dimension, die übernatürliche Dimension ist sozusagen hier um uns herum. Wenn du betest, einfach so, wo du bist, und du sprichst zum Herrn, sagst, Herr Jesus, ich möchte jetzt mit dir sprechen. Du sagst das hier einfach nur so ganz normal in deinem Raum, in dein Zimmer hinein, ganz alleine vielleicht. Dennoch weißt du, dass er da ist und dass er das hört, weil er komplett in diesem übernatürlichen Bereich sich bewegt, der dich umgibt. Du sprichst mit ihm und er hört.
Du brauchst dich nicht in irgendeine Stimmung zu versetzen oder irgendwelche, was weiß ich, Exerzitien zu machen, um beten zu können. Du kannst beten, wo immer du bist, in welcher Situation du bist. Es ist vollkommen wurscht. Du weißt, dass diesen Herzensschrei zum Herrn, einfach in einer gefährlichen Situation, ja, was weiß ich, Autosituation, wo ein Unfall droht, und dann einfach dieser Schrei Jesus, und er hört. Der Herr hört Gebet. Das ist das Allerwichtigste. Ne? Wir müssen durch das Gebet nicht den Herrn irgendwie mühsam dazu bringen, dass er hört. Wir müssen nicht erarbeiten, dass er bitte gnädig ist und das hört. Nein, er hört. Es ist wichtig. Gott hört. Mach Mund auf, sag ihm was, er hört. So, jetzt wird's schon gut. Psalm 20, Vers 5. Er gebe dir nach deinem Herzen und alle deine Pläne erfülle er. Das ist eine biblische Verheißung. Eine biblische Verheißung, gut, die galt damals für den König in dem Psalm, aber das ist uns überliefert, damit du das nehmen kannst und proklamieren kannst. Gott, du hast gesagt, du gibst mir nach meinem Herzen und du erfüllst meine Pläne. Nun, das sollten natürlich Pläne sein, die Gott wohlgefällig sind, aber wenn es die sind, beispielsweise, wie wir gerade gehört hatten, die Person, die ihren Arbeitsplatz verloren hat, sagt, ich brauche dringend einen Halbtagsjob, was weiß ich, allein als eine Mutter oder irgendwas, ja, dann ist das etwas, wo du sagen kannst, Herr, hier steht's. Das ist ein Herzensverlangen und nicht nur mein Herzensverlangen, ist etwas, was ich dringend brauche. Das ist etwas, wo ich dieses Wort nehme, Psalm 20, Vers 5, du gibst mir nach meinem Herzen und meine Pläne erfüllst du. Verstehst du? Es gibt immer Gegner, die sagen, ja, solche Sachen darf man so nicht nehmen. Alle meine Pläne erfüllst du. Hey, es geht nicht darum, dass du irgendwelche spinnerten Pläne hast, Milliardär zu werden und 50 Luxusjachten zu haben. Ist doch Unsinn. Aber die Pläne, die Vorhaben deines Herzens, wo du weißt, dass du einfach einen Durchbruch brauchst, der Herr sagt, ich gebe sie dir, ich bin bei dir. Genauso Psalm 21, Vers 3. Den Wunsch seines Herzens hast du ihm gewährt und das Verlangen seiner Lippen nicht verweigert. Weißt du, es ist so, wenn du Bibelverse wie diese nimmst, deshalb empfehle ich dir, sie aufzuschreiben, wenn du solche Bibelverse nimmst, dann kannst du sie zum Gebet nehmen. Du sagst, Herr Jesus, hier in deinem Wort steht im Psalm 21, Vers 3, du hast den Wunsch meines Herzens gewährt. Das Verlangen meiner Lippen hast du nicht verweigert. Verstehst du, was passiert? Du betest das ewige Wort Gottes. Guck mal, als Jesus in der Wüste vom Feind versucht worden ist, hat Jesus nur mit dem Wort Gottes geantwortet und damit den Feind besiegt. Das Wort Gottes hat eine ewige Power. Wenn du das nutzt in dein Gebet, das sozusagen mit einbaust, hat das eine völlig andere Dimension. Und du musst wissen, was das Wort Gottes sagt. Und du musst wissen, welche Verheißung das Wort Gottes hat. Und du musst wissen, was es von dir sagt, wer du bist. Dann sieht die Sache ganz anders aus. Ich glaube, viele, viele Geschwister sind deshalb in Bedrängnis und Niederlage und fürchterlichen Umständen, weil sie im Grunde genommen vom Feind überwältigt worden sind, weil sie nicht wirklich wissen, wer sie sind, welche Position sie haben, in welcher Autorität sie beten können. So, und das ist unser Dienst bei Gottes Haus, Menschen darüber zu informieren und zu lehren, wer bist du denn überhaupt? Und was passiert, wenn du betest? Was passiert, wenn du im geistlichen Kampf vorwärts gehst? Was passiert, wenn du das Wort Gottes proklamierst? Nimm so etwas und du wirst sehen, dass es Veränderung bringt. Hier, Psalm 34, Abvers 18. Sie schrien und Jahwe hört. Aus allen ihren Bedrängnissen rettet er sie. Nahe ist Jahwe denen, die zerbrochenen Herzens sind und die zerschlagenen Geistes sind. Ja. Psalm 37, Vers 4. Habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Das ist ja mit einer Bedingung, ne? Hab deine Lust am Herrn. Das bedeutet, in einer echten Beziehung, dass der Herr dir deine Lust ist, deine Freude ist, dass einfach genügend ist für dich. Ja? Sozusagen eine innige, intime Beziehung. Wenn du das hast, dann wirst du feststellen, ne, er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Das sind biblische Verheißungen. Ich weiß, dass die meisten Menschen diese Verheißungen vielleicht sogar kennen und sie sagen, ja, ich habe gebetet und das passiert aber so nicht in meinem Leben. Vielleicht jahrelang. Ich meine, wir hatten das Ehepaar gerade jetzt mit 81 und 82 Jahren.
wo der Mann mit 26, ja, wo weit über 60 Jahren verunglückt ist und sie immer für Heilung gehofft haben. Und es kam nicht dazu. Ne? Aber trotzdem hat der Herr ihnen etwas gegeben, was ihr Herz begehrt hat, und er hat sie am Glauben gehalten und er baut sie auf, und wer weiß, was noch passiert. Psalm 91, Vers 15. Er ruft mich an und ich, also sagt Gott, ich antworte ihm. Ich bin bei ihm in der Not. Ich befreie ihn und bringe ihn zu Ehren. Also das ist beispielsweise was, was ich jedem empfehlen würde, der mit Mobbing zu tun hat. Ja? Oder irgendwie so wegrationalisiert wird. Oder wo irgendwelche Leute sind, die ihn schlecht behandeln. Ne? Der Herr sagt, ich befreie dich und ich bringe dich zu Ehren. Nimm so ein Wort doch für dich persönlich und sag, die Bibel sagt es, ich ergreife es wie eine Waffe und wende die gegen die Machenschaften des Feindes an. Sprüche 10, Vers 24. Wovor dem Gottlosen graut, das wird über ihn kommen. Aber der Wunsch der Gerechten wird gewährt. Das ist ein Vers, den halte ich für sehr wichtig für unsere Zeit. Für sehr wichtig für unsere Zeit. Wovor dem Gottlosen graut, das wird über ihn kommen, aber der Wunsch der Gerechten wird gewährt. Wir werden das gleich noch ein bisschen sehen. Micha, Prophet Micha, 7, Vers 7. Ich aber, ich will nach dem Herrn ausschauen, will warten auf den Gott meines Heils. Mein Gott wird mich erhören. Amen. Und dann natürlich die bekannten Stellen im Neuen Testament. Das war jetzt alles Altes Testament. Ja, Jesus hat gesagt, bittet und es wird euch gegeben werden. Das ist eine Aussage. So, wenn du gebeten hast und es ist dir noch nicht gegeben worden, dann bete weiter. Ja? Bleib dran. Lass dich doch nicht entmutigen. Bleib dran. Halt fest. Sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt. Weißt du, das ist eine Aussage, die macht Jesus im ewigen Wort Gottes. Jeder Bittende empfängt. Vielleicht nicht immer 100% das, was er gebeten hat, aber er empfängt etwas. Er empfängt etwas, was wichtig ist und was gut ist für ihn und was der Herr für ihn hat. Und dann eine sehr wichtige Stelle, ich hatte es vorhin schon angedeutet, oder als wir hier gesprochen haben, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Wenn zwei von euch, das sagt Jesus zu seinen Nachfolgern, zu uns, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, also hier während diesem Leben, irgendeine Sache zu erbitten, hier da gibt es keine Grenze, irgendeine Sache ist alles, ja, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmel ist. Wir müssen diese Verse kennen und wir müssen sie nehmen als eine Waffe gegen den Feind. Ja, eine Waffe gegen Unglauben, eine Waffe gegen Entmutigung, eine Waffe gegen Kleinglauben, eine Waffe gegen dieses teuflische Einreden, wird ja doch nichts, kommt nicht, kannst nicht und so weiter. Der will uns das rauben, dass wir aufhören, dafür zu kämpfen und zu stehen, und auf einmal ist es weg. Ja? Matthäus 21, Vers 22. Alles, was immer ihr im Gebet glaubend begehrt, werdet ihr empfangen. Alles, wenn du es im Glauben begehrst. Verstehst du, es gibt da überhaupt kein Limit. Wenn du Jesu Worte hinsichtlich Gebet anschaust, es gibt überhaupt kein Limit. Alles, was er sagt, ist, du musst begehren, du musst glauben, du musst dranbleiben, und wenn zwei Leute kommen, ist besser. Und das ist dann diese super bekannte Stelle mit dem Berg, der sich ins Meer wirft. Ne? Markus 11, Vers 23. Wer zu diesem Berg sagen wird, und da sage ich mal, es sind Berge von Problemen, Berge von Herausforderungen, Berge von mir von Schulden, Berge von Dingen, die widerstehen, Berge von Unmöglichkeiten. Diese Art von Berge. Ne? Wer zu diesem Berg sagen wird, heb dich empor und wirf dich ins Meer. Und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, das geschieht, was er sagt. Dem wird es werden. Punkt. Dem wird es werden. Wenn er nicht zweifelt, wenn er glaubt und wenn er spricht, wird es hervorkommen. Darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet, wieder, es ist vollkommen egal, kein Limit,
alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Glaube ist notwendig. Und wer ist der Anfänger und Vollender des Glaubens? Der Herr. Wie wächst der Glaube? Durch die persönliche Beziehung zu ihm. Wenn wir ihn kennen, wenn wir Zeit mit ihm verbringen, dann wächst der Glaube, dann wächst die Beziehung, dann wissen wir, wer wir sind und dann können wir so beten, wie das, was hier steht. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns losmachen von der teuflischen Einflüsterung, die dir sagt, du bist klein und du bist schwach und du bist arm und du bist krank und du kannst nichts und bist nichts und so weiter, ein armer Sünderwurm. Sondern wir müssen verstehen, wir sind die Armee des Herrn. Wir sind seine Braut, wir sind seine Geliebten. Ja? Wir sind Töchter und Söhne Gottes. Und in dieser Position kommen wir zum himmlischen Thron und beten. Nicht aus der Position eines, der winselnd um irgendwie ein Almosen bettelt. Es ist sehr wichtig, dass wir das richtige Verständnis dafür haben. Und das bekommen wir durch die liebende persönliche Beziehung zum Herrn. Nicht durch irgendein religiöses Getue. Johannes 15, Vers 16. Ihr habt mich nicht erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, damit, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er euch geben werde. Okay, hier kommt ein neuer Aspekt dazu. Der Name Jesu. Wir bitten im Namen Jesu. Wir bitten nicht in unserem Namen. Wir bitten nicht aus uns heraus. Wir bitten nicht, weil wir so doll sind oder schön sind oder irgendwas geleistet haben. Nein, wir bitten im Namen Jesu und weil er das komplette Opfer gebracht hat, weil er den Sieg errungen hat, weil er der Herr der Herren ist. Wir kommen als seine Nachfolger in seinem Namen, in der Autorität, die er uns gegeben hat und sprechen in diesem Namen und dann werden sich die Dinge verändern. Aber den Namen Jesus kann im Grunde genommen jeder gebrauchen, ohne dass was passiert. Auch das ist etwas, wo du weißt, ich habe diese Autorität. Er hat sie mir gegeben. Ich bin in dieser persönlichen Beziehung. Und ich weiß, wer ich bin. Und wenn ich weiß, wer ich bin, wenn ich weiß, welche Position ich habe, gehe ich vorwärts. Und im Namen Jesus, der Herr, der in mir wohnt, weil ich ein Tempel des Heiligen Geistes bin, werden sich die Dinge verändern. Johannes 16, kurz drauf, ab Vers 23. Was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, sagt Jesus, in meinem Namen, wird er euch geben. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Egal, was immer ihr den Vater bitten werdet, ja, in seinem Namen, im Namen Jesu, er gibt es euch. Verstehst du, das Interessante ist, dass die Bibel sowas von gigantisch ist, was die Verheißungen auf Gebet, wenn man dranbleibt, wenn man betet, betrifft, und gleichzeitig unser Leben, unsere Erfahrung, was völlig anderes ist. So, jetzt gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Das eine ist, du sagst, okay, ich erlebe das so nicht, also stimmt mit der Bibel was nicht. Oder das galt nur für ganz früher, das ist heute nicht mehr angesagt. Oder. Ja? Oder du sagst, Moment mal, da ist irgendein Aspekt, wenn das Wort Gottes das verheißt und ich habe es noch nicht, wo ich gucken muss, woran klemmt es eigentlich? Und das klemmt eben beispielsweise daran, dass man nicht in der richtigen Weise glaubt. Das ist kein Problem. Dann bitte den Herrn, dass er deinen Glauben mehrt. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Beziehung. Komm in die Beziehung. Komm in die Beziehung. Du musst einfach mehr mit dem Herrn Zeit verbringen, sein Wort lesen, hineingehen in das, was er für dich hat. Ja? Was immer wir bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun, heißt es in 1. Johannes 3, Vers 22. In 1. Johannes 5, Vers 14 heißt es, dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. Ja, das ist jetzt wiederum eine Bibelstelle, die von manchen Leuten, wie soll ich mal sagen, schräg interpretiert wird. Sie sagen, ja, ich habe das nicht erhalten, weil ich habe ja nicht in seinem Willen gebeten. Ich weiß ja gar nicht, was sein Wille ist. Wahrscheinlich ist es sein Wille, dass das gar nicht passiert. Genau. Diese Dinge kommen dann, wenn du nicht in einer wirklichen innigen Beziehung zu ihm bist. Wenn du den Herrn kennst, wenn du eine persönliche Liebesbeziehung zu ihm hast, dann weißt du, was sein Wille ist. Ja, du weißt,
was er für dich hat. Du weißt, welche Position er dir gibt. Das hat was mit dieser Beziehung zu tun. Ne? Aber wenn du nach seinem Willen bittest, ist es auch hier wieder gigantisch. Er hört uns, was wir auch bitten. Und wir wissen, dass wir das Erbetene haben, dass wir von ihm erbeten haben. Nun, wenn du beispielsweise so einen Vers hier hast, dann ist es gut, eben auch zur Bibel zu greifen und zu sagen, okay, was sagt denn die Bibel, dass der Wille des Herrn ist? Und da zu schauen, was sagt sie denn zum Beispiel zum Bereich Heilung? Was sagt sie denn zum Beispiel zu irgendwelchem Bereich Versorgen? Was sagt sie denn zum Bereich Kinder? Was sagt sie denn zum Bereich Ehe? Und so weiter. Und dann schaust du, was gibt es dort für Aussagen, biblische Aussagen, dann, das ist der Wille Gottes, da steht es drin. Und genau das bete ich. Und du nimmst dieses Ding und sagst, hier steht drin, Herr, ich bete nach deinem Willen. Dein Wille ist, hier, im Psalm steht's, ich werde leben und nicht sterben und die Werke des Herrn verkündigen. Verstehst du? Wenn jemand jetzt in einer Todesgefahr ist oder wirklich in schwerer Krankheit, und der sagt, ich will, muss beten, aber ist es wirklich der Wille des Herrn? Dann nimm das Wort Gottes, da steht der Wille drin. Und dann nimmst du diesen Vers und sagst, das ist der Wille Gottes. Und weißt du was? Da kann nichts widerstehen. Wenn du nach dem Willen Gottes bittest, der er in seinem Wort offenbart. Deshalb ist es immer wieder so wichtig, dass wir uns mit dem Wort beschäftigen und das kennen. Hier, und wir haben, ich hoffe, dass das nicht für dich gilt, aber wir haben so viele Christen kennengelernt, die lesen irgendwelche Romane und irgendwelche Bücher, gucken stundenlang Fernsehen, jeden Tag machen Computerspiele, beschäftigen mit sonst was und sagen, ja, nee, Bibel kann ich nicht lesen. Da habe ich gar keine Zeit für. Es fällt mir so schwer, schlafe ich immer ein. Wenn das, so kann man nicht im Sieg kommen, verstehst du? Im Sieg zu leben, bedeutet auch, sich damit zu beschäftigen. An den Quellen, wo der Sieg ist, zu trinken. Ne? Wenn du dich mit allem Möglichen beschäftigst, ist alles Mögliche in dir drin. Du musst dich mit dem beschäftigen, was dich wirklich aufbaut. Und dann natürlich noch zum Abschluss hier die bekannte Bibelstelle, Jakobus 5, Vers 16. Betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Auch ein interessanter Aspekt. Das Gebet muss von einem Gerechten sein, nicht von irgendjemand. Ein Gerechter ist jemand, der Jesus Christus als seinen Herrn und Retter angenommen hat und durch das Blut Jesu gerecht geworden ist. Ja, der frei ist von dem, von der Sünde, von der Verlorenheit, der gerettet ist. Der Bereich Gebet ist natürlich gigantisch und wir können heute nur ein bisschen dran das berühren. Du hast beispielsweise natürlich den Bereich Anbetung, ja, Lobpreis. Ne? Du hast den Bereich Proklamation oder Deklaration, Wahrheiten Gottes aussprechen. Du hast den Bereich Fürbitte, Danksagung und auch beispielsweise solche Dinge wie Flehen. Das ist in unserem Kulturkreis nicht unbedingt jetzt so weit verbreitet, aber es gibt Regionen, wo das beispielsweise im Osten, ja, wo die auf eine ganz andere Weise beten und wo so ein Flehen damit drin ist. Manchmal ist es auch ein Flehen ohne Worte. Ja? Wie die Bibel sagt, unaussprechliche Seufzer. Das gibt es alles. Das ist ein riesiges Feld. Das ist das Feld der Kommunikation zwischen uns und Gott. Und da gibt es im Grunde genommen nichts, was es in der normalen Kommunikation nicht auch gibt. Worum es mir jetzt geht, ist unsere Situation heute als Christen in Deutschland oder im deutschsprachigen Europa oder überhaupt in Mitteleuropa ist extrem verwirrend. Die Situation um uns herum ist extrem konfuse. So viele Infos, so viele Unsicherheit, so viele Dinge, wo du nicht weißt, was ist denn hier eigentlich los, was geht denn hier eigentlich ab, was passiert denn hier gerade? Ne? So viel Lüge, Manipulation, Propaganda? Oder ist da doch was Wahres dran? Oder ist das eben doch nicht richtig? Und man weiß überhaupt nicht mehr, wem kann ich wirklich noch glauben? Worauf kann ich mich noch verlassen? Ja? Ist das wirklich, was ich an News und Informationen bekomme, überhaupt vertrauenswürdig? Das meine ich, so viel Verwirrung. Und es geht ja auch eine Spaltung durch sehr viele Gemeinden, sehr viele Familien, einfach zwischen Leuten, die sagen, also ich halte diesen Corona-Kram und die Maßnahmen für grundverkehrt und eben andere, die sagen, nein, das ist alles richtig und es ist alles bestens. Und es gibt Stress, richtig Stress. Ne? Und in dieser ganzen Situation
sind wir hier von Gottes Haus schon seit vielen Monaten im Gebet. Und unser Hauptgebetsfokus, unser Hauptpunkt, wofür wir beten, ist Licht. Licht. Wir beten für Licht. Licht auf das, was läuft. Weißt du, wenn irgendwas super ist und es kommt Licht drauf und es zeigt, dass es super ist, ist es ja kein Problem. Sollten alle zufrieden sein und begeistert sein. Eigentlich müsste jeder sagen, ja, es ist gut, wenn Licht auf das kommt, was ich tue. Soll im Licht sein. Ne? Öffentlich zu erkennen sein, dass ich das alles richtig mache. Aber das ist leider nicht häufig der Fall, sondern häufig ist da so Mauscheleien, Unklarheit, irgendwelche Sachen, die sonderbar laufen. Und wir beten dafür, dass da Licht drauf kommt. Licht. Und Licht ist für das Gebet etwas, was ich glaube, das von ganz entscheidender Bedeutung ist. Folgende Bibelstelle möchte ich da voranstellen. Jesaja 9, Vers 1 bis 2. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jauchzt beim Verteilen der Beute. Hier, das ist so eine geniale Bibelstelle. Weißt du, die Leute, wie es hier heißt, leben im Dunkeln. Ja, um uns herum, die Menschen leben im Dunkeln. Diese Menschen sehen ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen. Hallo, kannst du dir das vorstellen? Im Dunkeln zu wohnen, im Finstern zu leben, in dieser Dunkelheit gefangen zu sein. Das heißt, wohnen, das heißt, das ist alles das, was die kennen. Die kennen kein Licht, die kennen nur diese Finsternis, die kennen nur diese sonderbaren Probleme, die kennen nur das Dunkel. Und dann eben, auf einmal leuchtet ein Licht über ihnen auf. Das bringt dazu, dass Jubel kommt, dass die Freude hervorbringt, dass die Leute sich freuen. Und dann heißt es hier, wie man sich freut in der Ernte. Und das ist genau das, worum es geht. Licht und Ernte. Licht und Offenbarwerden von Dingen. Ich möchte dir jetzt zwei prophetische Worte noch vorlesen. Die sind nicht neu, die sind beide schon publiziert. Aber mir geht es darum, einen Aspekt daraus nochmal besonders herauszuholen, nämlich den des Lichtes. Das eine ist das Wort, was ich am 10. Mai empfangen habe. Das ist auch in der Broschüre Gott und das deutschsprachige Europa enthalten. Da kannst du das, wenn du die hast, nachlesen. Wenn du die nicht hast, kannst du die gerne bei uns kostenlos bestellen. Und da heißt es, also ein prophetisches Wort, was ich vom Herrn empfangen habe, wenn das Licht kommt, die Sonne aufgeht, werden die Schatten schärfer. Dunkelheit wird erkennbar. Das steht euch bevor, sagt Gott. Licht und Dunkelheit. Licht und Finsternis. Licht und Schatten. Beides parallel, nebeneinander. Sich ausschließend, sich begrenzend, sich bekämpfend. Wichtig ist, dass du jetzt fokussiert bleibst auf mich. Mein Wort liest, mich im Lobpreis erhebst, der Angst widerstehst, für andere Menschen da bist und dich in Position bringst. Ich war sehr gesegnet, als ich das vom Herrn empfangen hatte, weil ich wusste, es ist genau das, wo unser Herzschlag ist. Und dann geht es weiter. Es kommen Erschütterungen nach Europa. Weißt du, das ist in diesem Buch hier eigentlich fast das Hauptthema. Erschütterungen, die kommen. Davon sprechen so viele Propheten. Das, was erschüttert werden kann, wird erschüttert werden, damit das Unerschütterliche hervorkommt. Es kommen Erschütterungen nach Europa. Die sind auch schon dabei, ne? Es hat schon angefangen. Und jetzt kommt eine ziemlich dramatische Aussage. Die EU wird zerfallen, Länder werden unregierbar werden, der Euro wird abgeschafft, Regierungen werden bloßgestellt. Skandale über Skandale über Skandale werden durch die Medien gehen, weil Licht kommt, weil Klarheit kommt, weil Wahrheit kommt. Was im Geheimen verhandelt wird, wird von den Dächern verkündet.
Den Menschen werden die Ohren gellen, weil sie erfahren, wie sie in der Dunkelheit betrogen worden sind, verführt worden sind, hintergangen worden sind. Die Pläne des Feindes werden nicht zustande kommen. Denn ich sende meinen hellen Sonnenaufgang und er ist schon über dem Horizont. Es wird dem Feind nicht gelingen, die Menschen in Dunkelheit zu halten. Das ist genau das, was Jesaja gesagt hat. In den Gefängnissen von Materialismus, Humanismus, Rationalismus, Politik, Armut, Schulden, Krankheit, Arbeit, schlechten Beziehungen und so viel mehr. Gefängnistüren springen auf. Die Wächter der Finsternis fliehen. Licht flutet. Halleluja. Halleluja. Und dann hat Gott weitergesprochen. Bevor das Ende kommt, kommt die Ernte. Bevor das Ende kommt, kommt das Zeugnis des Reiches Gottes. Das findest du in Matthäus 24. Bevor das Ende kommt, kommt das Licht. Viele meiner Kinder glauben nicht. Das stimmt. Wir haben so viele Zuschriften bekommen aufgrund von prophetischen Worten, wo die Leute sagen, das sehe ich nicht, das glaube ich nicht, das kann gar nicht sein, weil das empfinde ich nicht so, dass das sein kann. Sie glauben nicht dem prophetischen Wort, sondern sie glauben ihrer Sichtweise, ihren Empfindungen, das, was sie momentan so sehen können. Ja, das ist schon immer das Problem gewesen mit Prophetie. Es entspricht nicht dem, was du siehst, sonst bräuchtest du keine Prophetie. Ja, sondern es entspricht etwas, was der Herr sagt, was sich ändern wird. Okay, viele meiner Kinder glauben nicht, doch sie werden es sehen und Zweifler werden zu mächtigen Verkündigern der Wahrheit werden. Unentschlossene werden in Kraft vorangehen, von Sieg zu Sieg. Schwache werden Taten voller Kraft ausführen. Jetzt Kranke werden Tausenden Heilung bringen. Jetzt von Dämonen Geplagte werden Tausenden Befreiung bringen. Jetzt Arme werden Tausenden Versorgung bringen. Jetzt Vergessene werden bekannt sein als Sprachrohre für Yahweh Zebaoth. Und dann geht es weiter. Über Jahrhunderte hat Satan versucht, die Berufung und Bestimmung der Menschen des deutschsprachigen Europas zu rauben, zu pervertieren, zu nullifizieren, für seine Zwecke zu missbrauchen. Doch meine Diener, mein Volk, meine Beter, meine Kinder, Achtung, haben lange genug zu mir um mein Eingreifen geschrien. Der sagt, ihr habt lange genug gebetet. Erhebt eure Häupter, denn die Stunde eurer Erlösung naht. Erhebt eure Häupter, denn mein Licht kommt. Erhebt eure Häupter, denn zustande kommt der Ratschluss des Herrn. Auch in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz und überall, wo mein Volk wohnt. Volk Gottes in Europa, die größte Stunde liegt vor dir. Mach dich bereit. Prophetie ist immer herausfordernd. Wenn ein prophetisches Wort das sagt, was du sowieso schon weißt und was du dir vorstellen kannst und was eigentlich ganz offensichtlich ist, dann ist es nicht wirklich das prophetische Wort, was wir in der Bibel finden. Denn das war in der Regel immer so herausfordernd, so anders, hat den Umständen, in denen die Leute waren, so überhaupt nicht entsprochen. Deshalb war ja das Problem, dass die Propheten immer wieder verfolgt worden sind. Immer. Von den religiösen Kräften. Ja, weil sie konnten sich das gar nicht vorstellen. Es sah so überhaupt nicht danach aus. Und dann kommen Propheten und sagen, hey, der Herr wird so und so tun. Weil der Herr sagt durch seine Propheten, was er tun wird. Das finden wir in Amos. Was ich hier sagen will ist, das Volk Gottes hat gebetet. Jahrzehnte, 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 Jahrzehnte. Und die Situation, in der wir uns momentan befinden, wird nicht so bleiben, wie sie ist. Sie wird sich verändern. Da ist eine Dynamik drin. Und zwar nicht die Dynamik, die du im Natürlichen siehst. Das ist ja gerade das Problem. Nicht das, was sowieso jeder sieht. Das System, wo du auch mit Lügen informiert bist und überhaupt nicht weißt, was los ist. Was ich gerade sagte, du weißt überhaupt nicht, was gespielt wird. Verwirrung, Konfusion. Sondern in der übernatürlichen Bereich, in der geistlichen Welt. Und Gott lässt uns wissen, was er tut und was geschehen wird. Und deshalb müssen wir das ernst nehmen. Wenn wir aus unserem Erfahrungsschatz heraus Dinge beurteilen,
Dann bleiben wir auf der natürlichen Ebene. Was wir brauchen, ist das übernatürliche Reden Gottes und seine Klarheit. Und hier geht es darum, Dinge werden sich dramatisch verändern. Ja, wir als Christen sollen unser Haupt erheben. Wir als Christen sollen in Position kommen. Die Dinge werden sich verändern. Es kommt Licht. Die Sachen, die in der Finsternis sind, werden offenbar werden. Das, was der Feind geplant hat, funktioniert nicht so, weil der Herr eingreifen wird. Ja, dann sagst du, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, mach doch nichts. Kannst du halt nicht vorstellen. Aber dann werfst du nicht weg, sondern sag nur, okay, kann ich mir nicht vorstellen. Da muss ich mal gespannt sein, wie der Herr das tut. Sei nicht so töricht und lehne es ab, sondern sag, okay, ich bin gespannt, wie der Herr das tun wird. Sei offen dafür, dass Dinge sich dramatisch verändern. Ein Punkt ist, so viele Leute erwarten nur Negatives in den vor uns liegenden Jahren. Ja, gerade bibelgläubige Christen, die sich viel mit der Offenbarung beschäftigen und nur darauf warten, dass endlich Entrückung ist, die beschäftigen sich sehr viel mit dem Negativen, dem Bösen und stieren ständig in der Finsternis herum, wo wieder was Böses sich bewegt und alles ist ganz entsetzlich. Ja, es ist entsetzlich. Die Welt ist entsetzlich. Aber gleichzeitig kommt das Licht. Ist das Licht schon da? Der Herr wirkt. Und wenn ich mich nur auf den Feind konzentriere und nur auf die Dunkelheit konzentriere, habe ich nicht das ganze Bild. Wir müssen wissen, was Gott tut. Und deshalb geben wir hier diese Worte weiter. Und jetzt nehme ich nochmal das Wort vom 26. April. Und dieses Wort, in kleinen Ausschnitt daraus, wird jetzt diesbezüglich nochmal präziser. So höre mein Volk in Deutschland und in den umgebenden Nationen. Die Erschütterung, die gerade begonnen hat, wird weitergehen. Ich, Gott der Herr, habe gesagt, dass alle Dinge, die nicht auf dem festen Fundament stehen, erschüttert werden. Gemeinden werden erschüttert werden, Dienste werden erschüttert werden, Städte werden erschüttert werden, Firmen werden erschüttert werden, gesellschaftliche Systeme aller Art werden erschüttert werden. Das politische System wird erschüttert werden. Es werden Wellen und Wellen von Erschütterung über diese Nation gehen und über den ganzen Kontinent. Sehr vieles, was momentan stolz dasteht und die Stimme erhebt, wird komplett fallen. Menschen, die jetzt groß dastehen und meinen, sie können dem ganzen Volk sagen, was zu tun und zu lassen ist, werden plötzlich weggenommen werden. Es werden Wellen von Offenbarung, von Entdeckung, von Licht über die gesellschaftlichen Systeme gehen. Dinge, die heute gut versteckt sind, dass kein Mensch sie finden kann, werden im Öffentlichen verhandelt werden. Es werden Veränderungen kommen, die ihr euch nicht vorstellen könnt. Hey, da sagt Gott, er sagt, es kommen Veränderungen, die könnt ihr euch nicht vorstellen. Halleluja dazu. Die Medien werden ein Werkzeug in meiner Hand sein. Festgefügte Systeme, die momentan unveränderlich scheinen, stolz und wie ein Bollwerk, wie eine Festung, werden urplötzlich weggenommen sein. Und das, was heute noch unmöglich zu sein scheint, wird morgen möglich. Die Medien werden gegenseitig Dinge ans Licht bringen. Ich werde Menschen berufen, die Wahrheit verkünden. In den Medien, in der Politik, in der Wirtschaft und in jedem Bereich, den es in diesem Land gibt. Ich werde die Agenten des Feindes urplötzlich wegnehmen und Menschen in ihre Position bringen, die ich schon lange vorbereitet habe und die von mir positioniert wurden für die kommende Zeit. Das ist etwas, was wir für unser Gebet ernst nehmen und wo wir sagen, das ist etwas, wo wir entlang beten, wo wir sagen, das ist das, was uns prägt, wo wir sagen, wir beten für dieses Licht, wir beten für diese Klarheit, wir beten, dass das hervorkommt, was der Herr gesagt hat. Wir beten, dass die Agenda des Feindes bloßgestellt wird durch das Licht und dass die Werke des Herrn kommen. Und vor allen Dingen beten wir dafür, dass Millionen und Millionen und Millionen von Menschen gerettet werden. Weißt du, es gibt Gruppierungen, die sind zufrieden damit, dass sie als kleine Herde gerettet sind und in die Ewigkeit kommen und die böse Welt geht halt unter. Aber weißt du was? Die böse Welt, das sind deine Verwandte, das sind deine Freunde, das sind deine Arbeitskollegen, das ist die Kassiererin im Supermarkt, das sind die Menschen, denen du begegnest. Das sind
in der Regel nicht die Monstersünder. Das sind normale Leute. Und der Herr liebt sie. Und die sollen gerettet werden. Und wir haben den Auftrag, das Evangelium zu verkündigen. Das hat Jesus uns immer wieder gesagt. Und das ist unser Job. Danach werden wir beurteilt. Wenn wir in die Ewigkeit kommen, wird die Frage sein, hast du die Agenda des Herrn erfüllt? Hast du das getan, was unser Auftrag war? Was war der Auftrag? Ja, schau dir die Bibel an. Missionsbefehl. Das ist das, wo wir Rechenschaft geben müssen. Du brauchst nicht Rechenschaft zu geben, ob du einen Tag ausrechnen konntest, wo eine Entrückung ist. Ja? Aber du wirst Rechenschaft geben, ob du das Wort Gottes weitergegeben hast und das Reich Gottes gebaut hast und Menschen zum Herrn geführt hast. Das sind die Dinge, die Jesus uns aufträgt. Er trägt uns auf, Kranke zu heilen. Er trägt uns auf, Dämonen auszutreiben. Er trägt uns auf, Tote aufzuerwecken. Das sind die Dinge, wonach wir uns ausstrecken müssen. Und wir müssen wirklich, nimm doch die Bibel und lies, was drin steht. Nimm das Wort Gottes und sag, was steht denn da wirklich drin? Als wir damals auf der Bibelschule waren, da hat der Leiter gesagt, also nichts wird deine Theologie mehr verändern als ein einfaches Bibelstudium. Lies, was die Bibel sagt und dann hast du es drauf. So vieles ist so verbogen und komisch und sonderbar, weil der Feind es verbogen und sonderbar und komisch gemacht hat, damit das Volk Gottes eben nicht in Position kommt und nicht das tut, was der Herr will. Das wird sich ändern im Namen Jesus. Ich habe das deshalb hier vorgetragen, als Basis für ein absolut grandioses, cooles Bild, einen Traum, den uns ein Freund mitgeteilt hat, der Philipp. Und ich war so gesegnet, als ich das gelesen habe. Das hat mich wirklich richtig gesegnet und das will ich euch weitergeben. Also die Situation ist so, der Philipp hat in der Nacht geträumt und am Frühstückstisch hat er sich dann mit seiner Familie über den Traum unterhalten und dann sagt seine vierjährige Tochter, das Gleiche habe ich heute Nacht auch geträumt. Und dann haben wir das einfach erzählt und es war der gleiche Traum mit einem kleinen Detail, was etwas anders war, wo das Mädel etwas aktiver war, aber ansonsten genau der gleiche Traum. Und der Philipp hat den Herrn hinterher gefragt, was ist denn hier los? Und es wurde ihm klar, dass das als Bestätigung gegeben worden ist, um zu zeigen, hey, das ist wirklich etwas, was geschehen wird. Verlässlich ist, das zu bestätigen. Ne? Gut, also, dieser Traum. Am Morgen, hier, das ist erst ein paar Tage her, am Morgen des 14. August 2020. Ich sehe Europa wie in einer Satellitenaufnahme von Süden her. Die Küstengebiete Nordafrikas sind ebenfalls noch im Bild zu erkennen. Plötzlich tritt ein Engel von West-Nordwest her an Deutschland heran. Dieser Engel ist sehr groß. Er nimmt in dem Bild in etwa 2/3 der Fläche Deutschlands ein. In seiner Hand hält dieser Engel eine Kugel aus Licht. Eine Kugel aus Licht. Von den Größenverhältnissen ist die Kugel in etwa so groß, wie wenn wir einen aufgeblasenen Wasserball in der Hand halten. Also so einen großen Wasserball, das ist schon was, ne? Die Kugel besteht aus gleißendem Licht und der Herr erinnert mich bei dem Blick auf diese Kugel an Lukas 12, Vers 2 bis 3. Und das ist eine Bibelstelle, die kannst du dir notieren. Lukas 12, Vers 2 bis 3. Denn das ist etwas, was auf uns zukommt in Deutschland. Da heißt es, es ist aber nichts verdeckt, das nicht aufgedeckt werden wird. Und nichts verborgen, das nicht bekannt werden wird. Alles, was wir im Finstern redet, wird man darum im Licht hören. Und was ihr in den Kammern ins Ohr gesprochen habt, wird auf den Dächern verkündet werden. Amen. Das sagt das Wort Gottes. Und das ist die Wahrheit und das wird für Deutschland gelten. Also, als er das Bild gesehen hat mit diesem gigantischen Engel, mit dieser riesigen Kugel aus Licht,
Das war das, was er gehört hat. Plötzlich und mit einer kräftigen Bewegung, die vergleichbar ist mit dem Einwurf beim Fußball, nur dass der natürlich das nach unten geworfen hat, schleuderte der Engel diese Kugel aus gleißendem Licht auf Deutschland. Die Kugel landete in etwa in der Mitte Deutschlands und sehr rasch ist die Fläche des ganzen Landes in Licht getaucht. Das Licht ist besonders und schwer zu beschreiben. Es ist von der Konsistenz ein bisschen mit Lava zu vergleichen, die über das Land fließt. Allerdings ist es viel heller, durchsichtiger und gleichzeitig sanfter und trotzdem warm und erfüllend. In dem Bild fällt dabei auf, dass die Fläche des Bundeslandes Berlin wie eine kleine Mulde ist, in die besonders viel von dieser Lichtmasse strömt. Das ist so ähnlich wie bei einer gusseisernen Schmiedeform, die an einer bestimmten Stelle eine Vertiefung hat. Recht schnell ist das ganze Licht in diese besondere Lichtmasse getaucht. Die Menschen, die von diesem Licht erfasst werden, reagieren allerdings anders als erwartet. Ihre Gesichter sind in Schockstarre, die Augen weit aufgerissen, der Mund ebenfalls geöffnet, so als könnten sie nicht fassen, was sie gerade sehen. Der Herr erinnerte mich daran, dass dieses Licht, gemäß dieser Bibelstelle, die ich gerade da vorgelesen hatte, Offenbarung bringen soll und dass den Leuten sprichwörtlich die Ohren gellen bei den Skandalen, die aufgedeckt werden. Mein Blick geht zurück vom Land, wo ich diese Menschen in Schockstarre gesehen habe, zum Machtzentrum Deutschlands. Der Herr sagt, wenn dies beginnt zu geschehen, und es wird sehr bald sein, werden bestimmte Mächte und Prinzipalitäten der Finsternis aus Deutschland fliehen. Es sind genau die Mächte und Gewalten des Bösen, die dieses Land seit mehr als 100 Jahren knechten und daran hindern, in die Berufung zu kommen, die ich Deutschland gegeben habe und die ich auch nicht zurücknehmen werde. Wenn diese Prinzipalitäten des Bösen aus Deutschland fliehen, werden sie die Menschen, die sie zuvor kontrolliert haben, einfach fallen lassen. So wie ein Puppenspieler die Fäden, an denen die Marionetten hängen, einfach loslässt, wenn er sein Interesse an ihnen verloren hat. Betet für diese Menschen. Viele von ihnen sind Politiker, Lobbyisten, aber auch Beamte in hohen Positionen sind unter ihnen. Betet für diese Menschen, denn es wird ein großer Zorn im Volk gegen sie entbrennen. Diejenigen, denen die Augen für die geistliche Realität verschlossen sind, werden sich schnell aufmachen, um sie zu vernichten. Doch ich will Versöhnung und Wiederherstellung für das ganze Land, spricht Jahwe Zebaoth, der Herr der himmlischen Heerscharen. Das war der Traum, den Philipp mir oder uns geschrieben hatte. Und deine Tochter hat das Gleiche gesehen. Und dann hat er sie gefragt, was war denn dann am Ende, nachdem das alles passiert ist? Und sie hat gesagt, in fröhlich kindlichem Tonfall, kein Böses mehr in Deutschland. Kein Böses mehr in Deutschland. Im Natürlichen, mit dem, was wir jetzt sehen, ist das völlig unmöglich. Im Geist kann man sowas nehmen und kann verstehen, wir bewegen uns in etwas hinein, das wir noch nie gesehen oder erahnt haben. Gewaltiges hat der Herr für uns vorbereitet. Und es ist ein Vorrecht, in dieser Zeit leben zu dürfen und dabei sein zu dürfen und zum Volk Gottes gehören zu können. Und dann hat der Philipp mir nochmal geschrieben. Er hat einen Nachtrag nochmal gehabt. Am 17.8. Und er schrieb, die Eindrücke beschäftigen mich weiter. Ich habe gestern und heute meinen Blick darauf gerichtet, was nach diesen Ereignissen geschieht. Also nachdem dieses Licht der Offenbarung, der Klarheit, des
Aufdeckens von Wahrheit und so weiter, ja, nachdem das hier über dieses Land gekommen ist, durch ein übernatürliches Eingreifen Gottes, ja, weil das Volk Gottes gebetet hat, dass das Licht kommt, kommt es eben tatsächlich. Und auf einmal werden Dinge offenbar, die lange verborgen sind. Das war genau das, was in den beiden prophetischen Worten, die ich vorhin gelesen habe, die Aussage war. Ja? Und er sagt, was war nach diesen Ereignissen? Was passiert nach diesen Ereignissen? Und dann schreibt er, ich sehe im ganzen Land zuerst erschrockene Menschen in Schockstarre. Warum? Weil dieses Licht auf einmal Dinge offenbar macht. Dinge ans Licht bringt. Ne? Doch diese Starre wandelt sich sehr schnell in Wut und Zorn. Ich sehe in den Machtzentren Menschen, die von den dämonischen Gewalten wie Marionettenpuppen fallen gelassen wurden. Einige von ihnen reagieren trotzig und verhärten ihr Herz weiter, so wie der Pharao von Ägypten, als Mose ihn konfrontierte. Viele von diesen fallen gelassenen Machtmenschen aber werden von einer tiefen Zerbrochenheit ergriffen. Ich sehe, wie sich dieser Teil entsetzt zu fragen beginnt, was habe ich getan? Es ist eine echte Zerbrochenheit und ein Entsetzen über die Folgen eigener Entscheidungen, die über diese Menschen kommt. Doch die entscheidende Frage ist, bei jedem Einzelnen von Ihnen, ist es eine Petrus-Zerbrochenheit oder eine Judas-Zerbrochenheit? Der Feind wird versuchen, viele Schlüsselpersonen der Machtelite in den Suizid zu treiben, damit sie ihre Erkenntnisse mit ins Grab nehmen. Doch dies wird ihm nicht gelingen. Denn das Volk Gottes beginnt sich in dieser Stunde zu erheben. Der Herr selbst erweckt sein Volk und befähigt es dazu, die Autorität über diese Situation zu ergreifen und einen geistlichen Schutzwall um diese Menschen zu errichten. Während der Feind zunächst die vermeintlich Mächtigen dieses Landes missbraucht hat, um seine Agenda durchzudrücken, will er nach diesen Ereignissen die Bevölkerung als Lynchmob aufstacheln, um das Land mit Unruhen zu überziehen. Doch der Leib von Jesus Christus, die Gemeinde, aller Wiedergeborenen, erhebt sich in dieser Stunde und segnet die gefallenen Machthaber dieses Landes, die der Gemeinde großen Schaden zufügen wollten. Doch uns muss alles zum Besten dienen. Der Herr will, dass wir in dieser Stunde nicht über den Stein des Ärgernisses stolpern, sondern dass wir für diejenigen am intensivsten im Gebet um Schutz einstehen, die uns zuvor am meisten schaden wollten. In dieser Weise repräsentieren wir die Gnade, Geduld und Güte unseres Herrn und seine Vergebungsbereitschaft. Und das wird entscheidende Veränderung in unserem Land freisetzen. Wie ein Banner wird der Name Jesus in diesem Land erhöht. Was hier beschrieben wird in den prophetischen Bildern, die ich gelesen habe, und diesem Traum, das, was der Philipp danach geschrieben hat, ist Folgendes. Der Missbrauch, der in zahlreichen Ländern momentan auf der Welt geschieht und auch in Europa, von Mächtigen, von irgendwelchen Leuten, die in Positionen sind, ja, die ihre Agenda durchsetzen, wird durch das Licht der Offenbarung, was wirklich gespielt wird, zu einem Ende kommen. Länder werden unregierbar werden, hieß es in dem prophetischen Wort. Den Leuten werden die Ohren gellen, wenn sie hören, was für Dinge gelaufen sind. Und dieses Licht kommt, diese Offenbarung kommt. Die Dinge werden nicht im Finstern bleiben, sie kommen ans Licht. Und das wird gigantische Veränderungen hervorbringen. Umwälzungen, Erschütterungen. Das ist exakt das, was die Propheten sagen. Und das Ganze wird dazu führen, dass die Menschen voller Zorn sind gegen diejenigen, die sie eben erst so belogen und betrogen haben. Und da ist jetzt der Punkt, wo wir als Christen dafür beten müssen, dass diese Menschen geschützt sind und dass sie gerettet werden. Dass sie, nicht in den Selbstmord kommen, dass sie nicht gelyncht werden, dass sie nicht beseitigt werden, ja, sondern dass sie im Grunde genommen dem Herrn begegnen, ja, und gerettet werden. Vielleicht sogar in ihrer Position bleiben oder wieder hineinkommen. Und das ist etwas, was sowas von absolut entgegen dem ist, was du in den Medien liest
oder was so normalerweise so die Themen sind, über die man betet, sondern das ist etwas, was im Übernatürlichen der Herr offenbart und sagt, hey Leute, darauf müsst ihr euch vorbereiten, da gehen wir hinein. Lass uns dafür beten. Und deshalb lade ich dich ein, lass uns für Licht beten, lass uns für dieses Hervorkommen, dieses Engels beten, der diesen Lichtball auf unsere Nation und darüber hinaus wirft. Lass uns dafür beten, dass das Reich Gottes kommt, dass Menschen in großer Schar gerettet werden und dass diejenigen, die jetzt noch Böses tun, gerettet werden und ja, von mir aus vom Saulus zum Paulus werden. Warum denn nicht? Ja? Das ist etwas, wo wir sagen, wir brauchen diese übernatürliche Erkenntnis, um wirklich effektiv beten zu können. Das ist nicht das, was du mit deinen natürlichen Augen sehen kannst. Das ist nicht das, was man in der Zeitung liest. Natürlich nicht. Das ist das, was der Herr offenbart. Und das ist das, was wir wirklich brauchen. Herr Jesus, ich danke dir dafür von ganzem Herzen, dass du uns diese Offenbarung schenkst und dass du durch dein Wort und durch deine Prophetien zu uns sprichst, dass wir wissen dürfen, Dinge werden sich verändern, auch in unserer Nation, auch in Europa. Dinge werden ans Licht kommen, es wird zur Umwälzung kommen, es wird zur Erschütterung kommen und gleichzeitig wird das Volk Gottes aufstehen. Wir glauben und wir beten dafür, dass dieses Licht kommt und dass Millionen und Millionen und Millionen von Menschen aus den falschen Sicherheiten, in denen sie gefangen sind, herausgerissen werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wir beten, Herr, dass du dich verherrlichst mit deiner Kraft und deiner Power und deiner Herrlichkeit in unserer Mitte, in unserer Nation und weit darüber hinaus, weit darüber hinaus. Herr, du sagst dieses prophetische Wort, die ganze Welt wird sehen, wenn Deutschland die Knie vor Jesus Christus beugt. Und das proklamieren wir, das rufen wir hervor. Herr, verherrliche du dich mitten unter uns. Amen. Ich möchte mit euch einen der Könige im Alten Testament anschauen. Und dieser König ist König Hiskia. Er ist der Sohn von Ahas. Und die meisten von euch wissen, Ahas und Isabel, das sind diese boshaften Mächte in diesen beiden Menschen gewesen. Und Hiskia war ein totales Gegenteil von diesem Ahas-König. Viele Leute sagen, ich lese das Alte Testament nicht so gerne. Das ist ja immer nur böser König, guter König, böser König. Ja, das stimmt. Nach Hiskia kommt sein Sohn Manasse und dessen Sohn Amon an die Königsregierung. Und sie sind wieder Menschen, die sich für Böses öffnen. Und es ist wieder Verbrechen und Gewalt im Land. Und das ist tatsächlich so. Wenn die Herrscher sich Mächten der Bosheit hingeben, Fürstentümer in der Himmelswelt, werden sie das genau in ihrem Volk auch umsetzen. Und so kommt es unter Amon und auch schon vorher unter Manasse zu wirklich schwierigen Situationen im Volk. Aber hier sprechen wir heute von Hiskia und seine Lebensgeschichte ist uns dreimal in der Bibel berichtet. Und immer wenn Dinge in der Bibel zweimal, dreimal wiederholt werden, ähnlich in der Formulierung oder genauso oder in der Lebensgeschichte, dann hat Gott darauf eine ganz besondere Bedeutung gelegt. Du kannst diese Lebensgeschichte von Hiskia finden in 2. Könige, 2. Chronik und auch in Jesaja. Und Gott hat in seinem Wort sehr viel zu diesem Hiskia-König zu sagen. Er stellt ihm sozusagen ein Bestzeugnis aus. Und manchmal, wenn ich diese Geschichte von Hiskia lese und so lese, was Gott eigentlich über ihn sagt, dann denke ich, oh Herr, das möchte ich auch, dass du das über mein Leben sagst. Ich möchte, dass mein Leben so ein Leben ist, was du für gut befindest, wo du mir ein Bestzeugnis ausstellst. Wir lesen in 2. Könige 18, 5 und 6. Da heißt es nämlich, in diesem Zeugnis, was er ausgestellt bekommt, er vertraute auf den Herrn, den Gott Israels. Und nach ihm ist seinesgleichen nicht gewesen unter allen Königen von Juda, noch unter denen, die vor ihm waren.
Hiskia hing dem Herrn an. Er wich nicht von ihm ab und erhielt seine Gebote. Er tat, was recht war in den Augen des Herrn und nach allem, was sein Vater David getan hatte. Also dieser Verweis auf den König David, der ist deshalb, weil in der Bibel ja die Rede von David ist, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Und Hiskia selbst ist auch einer, der zuerst auf die Dinge Gottes schaute. Er wollte unbedingt, dass der Tempel wieder aktiv ist, dass die Gottesdienste wieder aktiv sind. Er wollte unbedingt, dass das Volk wieder zurückgeführt wird und ihren Gott und Herrn sieht und mit ihm lebt. Und Hiskia ist von einer großen Hingabe und von einer großen Entschiedenheit in seiner Zeit geprägt, nämlich in einer Zeit, wo vieles im Argen lag. Weißt du, Gott braucht Menschen in unserer Zeit heute auch, wo vieles, vieles im Argen ist. Wir sehen das in unserer Gesellschaft, in unserer Umwelt, in unseren Gemeinden, in unseren Familien, egal wo du siehst, da liegt vieles im Argen. Und es braucht Menschen, hingegebene Menschen an Gottes Pläne und Gottes Absichten. Hiskia wollte den Plan Gottes unbedingt in Bezug auf das Haus Gottes verwirklichen. Und er wollte, dass das Volk wieder sich an den Geboten und an den Gesetzen und an den Ordnungen Gottes aufrichtet. Es gibt natürlich in Hiskias Leben auch Dinge, ich will jetzt heute nicht das ganze Leben von Hiskia darlegen, ich habe nur ein, zwei Punkte, die ich euch nahe bringen möchte. Ihr lest hier, dass auch Hiskia Dinge erlebte in seinem Leben, wo man sagt, hey, das war ein Mann nach dem Herzen Gottes auch und er lebte mit Gott und in Hingabe und alles, aber es gibt eine Situation, die uns beschrieben wird, wo Hiskia sterbenskrank ist. Und der Prophet Jesaja kommt mit einem Wort Gottes zu ihm. Das müsst ihr euch mal vorstellen, die Situation. Hiskia ist krank, er hat Schmerzen, er liegt da und er kann nicht mehr aufstehen. Und der Prophet kommt und sagt, du wirst sterben. Gott hat gesagt, du wirst sterben. Das ist keine gute Nachricht gewesen für Hiskia. Und wir lesen dort in dieser Beschreibung der Situation, dass Hiskia weinte und flehte. Es heißt, er drehte sein Gesicht zur Wand und er flehte Gott an, dass er ihn doch heilen möchte. Und dann kommt eine interessante Geschichte da, eine Zäsur. Der Jesaja hatte diese Botschaft Hiskia weitergegeben. Jesaja geht nach Hause und es heißt, noch unterwegs, als Jesaja unterwegs ist, kommt das Wort des Herrn zu Jesaja und er sagt, geh zurück und geh nochmal zu Hiskia und berichte ihm, dass er nicht sterben muss. Warum das so und so ist, das kann ich dir nicht sagen. Aber vielleicht war es Hiskias Flehen, vielleicht war es sein Gebet, vielleicht war es diese Bitte, die das Herz Gottes doch so bewegt hat. Ich weiß es nicht, aber Hiskia darf den Gott, der Wunder tut, erleben. Das kannst du lesen in 2. Chronik 32, Vers 24. Nämlich, der Schatten der Sonnenuhr von Ahas läuft 10 Stufen rückwärts und Hiskia bekommt nochmal 15 Jahre Leben dazu. Ich weiß aus den Berichten und Zeugnissen, die wir auch ab und an geschickt bekommen, dass Menschen genau das erleben, dass sie rausgeholt werden aus bedrängender Situation, rausgeholt werden aus Krebserkrankungen. Oder uns haben Leute geschrieben, die schon 10 Jahre zuvor an Krebs erkrankt waren und es war eigentlich keine Hoffnung da. Und trotzdem berichten sie heute 10 Jahre, 8 Jahre, 5 Jahre später noch, dass sie immer noch am Herrn dran sind und sie leben immer noch, obwohl das Zeugnis mega schlecht ausgefallen war. So, aber worauf es mir heute ankommt, das ist ja gerade das hier mit den Gebetsanliegen, hier mit diesen Briefen, die wir erhalten haben. Wir haben auch viele
schriftliche, also per Post Briefe bekommen und wir haben gelesen, wie es euch geht. Und bei Hiskia ist es auch so gewesen, er war wieder in einer kämpferischen Auseinandersetzung hineingezogen worden und der König von Assur lässt durch einen Boten Hiskia einen Brief zukommen und in diesem Brief verhöhnt dieser König den Gott Israels. Dann heißt es in diesem Brief, der Gott, dein Gott, täusche dich nicht, auf den du vertraust. Denk ja nicht, dass ausgerechnet du gerettet werden würdest. So, also vielleicht hörst du diese Stimme des Feindes auch manchmal. Glaub ja nicht, dass Gott dich aus deinem Dreck rausholt. Glaub ja nicht, dass du jemals gesund wirst. Glaub ja nicht, dass deine Kinder gerettet werden oder was auch immer der Feind dir da reinspricht. Dein Gott täusche dich nicht, auf den du vertraust. Hey, das ist echt krass. Und dann heißt es hier in Vers 14, da nahm Hiskia den Brief aus der Hand des Boten und er las ihn. Und für mich wäre es ja sehr schrecklich gewesen, wenn jetzt da ein Punkt gewesen wäre und es hieß, ja, Hiskia nahm den Brief und hat ihn gelesen und dann hat er voller Angst und Panik reagiert oder er war völlig in eine Depression abgesoffen oder er konnte ja eigentlich jetzt gar nichts mehr machen und die Übermacht von dem König aus Assur war ja da und jetzt ist er total gefrustet und verzweifelt. Aber das steht hier nicht. Manche biblischen Berichte, die finde ich einfach an manchen Punkten sowas von beachtlich und ich liebe das Komma, was dann da steht. Da heißt es nämlich, er nahm den Brief aus der Hand des Boten und las ihn und er ging in das Haus des Herrn hinauf und das ist etwas, was mich total begeistert. Wenn wir eine schlechte Diagnose bekommen, wenn wir schlechte Nachrichten bekommen, wenn wir eine schlechte E-Mail bekommen, die kann auch schon echt ein Feuer in unseren Herzen anzünden. Wenn also eine Sache in unsere Hände kommt, die wirklich schlimm aussieht und wo es auch noch heißt, also du brauchst gar nicht dir Gedanken zu machen, dass das besser wird, dann musst du genau wie Hiskia handeln. Hiskia ging in das Haus des Herrn hinauf. Was macht er? Und Hiskia breitete diesen Brief vor Yahweh aus. Hey, cool, Yahweh hat den Brief, den Hiskia bekommen hat, gelesen. Das ist ja echt witzig, also weil Gott kannte die Situation. Gott wusste das Vorhaben von dem König Assur, aus Assur. Er hatte den Boten gesehen, wie er zu Hiskia kommt. Er wusste, was in dem Brief steht. Und trotzdem ist das hier so, Hiskia war nicht zuerst unterwegs zu seinen Beratern mit dem Brief. Er war nicht zuerst unterwegs zu seinem Pastor oder zu dem pastoralen Priester. Hiskia brachte nicht erst noch eine Menge Opfer oder irgendwas. Er ging nicht erst in Sack und Asche. Er ging nicht erst eine Runde um seinen Palast, um wieder einen klaren Kopf zu kriegen, sondern sein erster Weg war in das Haus Gottes. Er brachte als allererstes dieses schreckliche Anliegen vor den Herrn. Das hier sind Anliegen, die wir jetzt gleich dem Herrn bringen wollen. Mir geht das auch so. Ich kann nicht, ich habe euch ja eben gesagt, diese Zettel, die in den Ritzen der Klagemauer drinstecken. Ich verstehe die Rabbi-Leute, ich verstehe die Juden, dass sie sagen, wir können diese ernst gemeinten Herzensschreie, wir können die nicht rausnehmen und irgendwie verbrennen und irgendwie. Und der eigentliche Eindruck war ja hier auch, als ich gesagt habe zu Gott, ich kann nicht einfach die Gebetsanliegen, nachdem wir dafür gebetet haben, wegräumen und sie fallen lassen, verbrennen, schreddern oder was auch immer, sondern
Gott hat gesagt, tu sie in das Körbchen, bis ich mein Werk vollendet habe. Und das erinnert mich immer hier an diese Situation von Hiskia. Er ging ins Heiligtum. Er brachte diesen Brief vor Gott. Er legte ihn vor Gott nieder im Heiligtum. Und er bat den Herrn, dass er sich darüber erbarmt. Und dann lesen wir von seiner Bitte in dem Vers 16. Neige, Herr, dein Ohr und höre. Tu deine Augen auf und sieh. Und dann heißt es im Vers 19, und nun, Herr, unser Gott, rette uns doch aus seiner Hand, also aus dieser feindlichen Bedrängnis, damit alle Königreiche auf Erden erkennen, dass du, Herr, Gott bist. Ganz vorher, zu Anfang, als Hiskia anfängt zu beten, heißt es, du bist der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Von dir kommt alles. Dir ist nichts fremd. Und zu dir werden alle Dinge hingehen. Du bist über alles im Bild, über alles, was geschaffen ist, bist du im Bild. Du bist nicht erschüttert über diese Situation. Aber schau, Herr, was in dem Brief steht. Höre mein Gebet und antworte mir. Und Gott lässt ihm eine Lösung, lässt ihm sein Erbarmen, seinen Plan, seine Antwort durch den Propheten zukommen. Und das ist das, was wir heute Abend tun wollen. Wir wollen mit diesen Gebetsanliegen vor Gott kommen. Wir treten ein quasi in dieses Heiligtum. Ihr wisst, dass in 2. Korinther 3, Vers 16 steht oder Vers 18, Wir alle, du und ich und wir alle, die jetzt hier in dieser Community sind, wir alle kommen mit aufgedecktem Angesicht, wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauend, werden verwandelt nach demselben Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, als durch den Herrn den Geist. Wir kommen also in das Heiligtum Gottes. Wir kommen mit Kühnheit zum Thron der Gnade. Wir kommen in die Gegenwart Gottes. Er ist nicht fern von einem jeden von uns, sondern ganz nah ist er und sein Wort ist in unseren Mund gelegt. Und wir kommen zu ihm und wir breiten unsere Briefe vor ihm aus. Wir sagen, Herr, schau dir das an. Höre, was wir beten. Und erbarme dich, lass uns dein Erbarmen sehen. Lass uns dein Erbarmen sehen. Lass uns sehen, wie du die Situation änderst. In einer anderen Übersetzung heißt es, wir alle aber spiegeln mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider. Verstehst du, wir betreten einen Raum, wo die Herrlichkeit Gottes uns entgegenleuchtet, wo sie uns umgibt. Das ist das, weshalb ich um diese Gebetsanliegen in dem Körbchen einen goldenen Stoff gebunden habe. Das ist das Bild für Herrlichkeit. Wir sind umgeben mit der Herrlichkeit Gottes und die Heiligkeit Gottes. Und der Heilige Geist lädt uns ein, auf ihn zu schauen und in seine Herrlichkeit hineinzutreten. Und so werden wir das vor ihm ausbreiten. Neulich habe ich gelesen, wir werden so wie das, was wir anbeten. Und heute Abend ist ein Abend, wo du verändert werden kannst, wo du hinschaust zu dem, der deinen Glauben begonnen hat, wo du hinschaust zu dem, der die ganze Zeit in all den Jahren oder in den Monaten oder in der Zeit, in der wir jetzt sind, wo du verwandelt wirst, wo du verändert werden sollst in das Ebenbild Gottes. Wir wollen auf Jesus schauen. Wir wollen von ihm erwarten. Wir wollen hören, was er sagt. Wir wollen ihn bitten, dass er uns Hilfe zukommen lässt. Und wir sind in Ausbildung zu Überwindern. Gott hört und Gott sieht und Gott spricht. Gerade heute in deine Situation auch. Und das ist es, was ich jetzt wirklich beten möchte.
Und wir wollen zusammen einfach jetzt in diesem Moment auch diese Gebetsanliegen vor den Herrn wirklich wie in diesem Bericht über Hiskia. Wir wollen das ausbreiten. Wir wollen dem Herrn das hinhalten. Und wir wollen glaubend sagen, Herr, du siehst, Herr, du hörst und Herr, du wirst handeln und antworten. Amen. Vater im Himmel, wir danken dir für alle diese Menschen, die geschrieben haben. Jedes Leben ist nicht verborgen vor deinem Angesicht. Jeder Brief, der hier geschrieben wurde, jeder Brief ist ein Brief, der jetzt vor dir liegt, Herr. Wir glauben deinem Wort. Wir glauben, dass du dich erbarmen wirst. Wir glauben, dass du siehst. Und wir glauben, dass du redest. Und wir glauben, dass du hörst. Und wir glauben, dass du handelst. In dem Namen Jesus bringen wir dir alle diese Anliegen vor den Thron der Gnade. Yes. Yes. Wir nehmen jetzt so ein paar einzelne raus. Du kannst es vielleicht erst noch wieder abstellen. Ganz schön schwer. Mhm. Aber. Im Namen Yeshua HaMashiach segnen wir diese Anliegen. Wir segnen alle diese Notsituationen, die hier sind. Die Menschen, die uns geschrieben haben mit familiären Nöten, mit Nöten mit den Kindern insbesondere. Oder auch wo Eltern also sich nicht bekehren oder einfach in schwierigen Situationen sind. Die ganzen Bereich Krankheitsnot, der ganze Bereich mit dem Arbeitsplatz, mit dem Bereich Verlust vom Arbeitsplatz, Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit, Hartz IV und so weiter. Dann der finanzielle Bereich, auch mit Schulden und solchen Sachen. Wir beten einfach dafür, dass ein Durchbruch hineinkommt. Im Namen Jesus Christus. Herr. Soll ich es nehmen? Nee, du stehst genau davor. Ach so, Entschuldigung. Herr, wir beten dafür, dass man hier wirklich einfach es muss einen Unterschied geben für diese Menschen. Das ist dein Volk, das sind deine Menschen, das ist deine Kinder. Und wir beten dafür, dass es zu diesem Durchbruch kommt. Herr, du hast gesagt, dass du uns mit allem versorgst, dass wir Überfluss haben, dass wir gesegnet sind, dass wir von dir besorgt sind. Und wenn wir uns hier im Glauben vereinen, erwarten wir ein mächtiges Eingreifen Gottes. Wir erwarten Veränderung. Wo Krankheitsnot ist, muss es ein Eingreifen geben in den Menschen, Herr. Das sind Leute, die schlagen sich seit Jahrzehnten mit irgendwelchen verrückten Krankheiten rum. Im Namen Jesus Christus, wir weisen diese Dinge zurück. Wir sagen, hier kommt Heilung hinein. Wir sagen, hier kommt Segen hinein. Wir sagen, hier kommt Wiederherstellung hinein. Wir sprechen aus, wo Dinge blockiert sind. So viele Sachen sind blockiert. So viele Sachen sind irgendwie so aufgehalten, wo es nicht durchgeht. Gerade mit irgendwelchen, was weiß ich, Erbschaftssachen oder wo Dinge, Aufträge nicht kommen oder Dinge nicht verkauft werden können und diese Sachen. Ja. Wir sprechen aus, dass es einen Durchbruch gibt und dass das, was der Feind blockieren will, nicht mehr länger blockiert werden kann, sondern dass es einfach eine Freisetzung gibt. Da sind Menschen, die haben die Not, dass in ihrer Verwandtschaft, bei den Menschen um sie herum, vielleicht sogar beim Ehepartner, vielleicht sogar bei den Kindern, die Menschen dämonisiert sind und dass sie einfach irgendwie so negativ sind und so Böses und Zerstörerisches in die Familien hineinkommen. Im Namen Jesus Christus erklären wir diese Dinge für gebunden und erklären, dass es da zu einer kompletten Freisetzung von diesen Dingen kommt. Wir sprechen aus, dass das Feuer des Heiligen Geistes in diese Familien hineinkommt und die Machenschaften des Feindes zurückweist in der Autorität des Namens Jesus Christus. Wir fordern Veränderung. Wir fordern totale Veränderung, ein Eingreifen Gottes in all diesen Lebenssituationen, in all den Situationen. Hier sind Menschen, die beten dafür, dass ihre Eltern einfach zum Herrn finden, gerettet werden und die Zeit läuft ab, es wird knapp. Manche sind schon dabei auf ihrem letzten Stück ihrer Lebensreise. Und wir beten, Herr, dass du ihnen noch begegnest, dass du Gnade schenkst. Wir beten dafür, dass hier diese ganzen Situationen, alles, wirklich ein lebendiges, massives Eingreifen des Herrn in ihr erfahren und dass Dinge sich dramatisch verändern. Dramatisch verändern. Und da, wo der Feind aktiv gewesen ist, wo der Feind wirklich von sich aus aktiv ist und Dinge versucht zu blockieren, versucht zu zerstören, wo er in negativer Weise drin ist. Wir sprechen aus, dass jetzt Engel freigesetzt sind, die diese feindlichen Mächte zurückdrängen und
Ja, vernichten. Torre, und dass da Freiraum ist. Wir sprechen aus da, wo das Volk Gottes so bedrängt ist, Torre, so bekämpft ist. Muss es eine massive Veränderung geben. Es muss einen Durchbruch geben. Es muss ein Shift geben. Und wir rufen diesen Shift hervor. Ja. Wir sagen, widersteht dem Teufel und so flieht er vor euch. Das heißt, Teufel, dein Job ist zu fliehen, weil wir widerstehen. Wir widerstehen als Volk Gottes. Und wir sagen, genug ist genug. Wir werden nicht länger beraubt. Ja. Anderer Punkt, da wo einfach durch irgendwelche Flüche, durch irgendwelche Hexerei, durch irgendwelchen komischen okkulten Dreck hier Dinge gemacht worden sind, wo das Volk Gottes beraubt worden ist, wo es bekämpft worden ist, wo da irgendwelche Attacken waren. Wir sagen, das Wort Gottes sagt, das geht zurück auf den, von dem es gekommen ist. Wir sagen, jeder Pfeil, der geschossen ist, geht zurück auf den, der ihn geschossen hat. Jedes Schwert, was gebraucht worden ist, um hier das Volk Gottes zu schädigen, es geht zurück zu dem, der es gebraucht hat. Wir sagen, derjenige, der Böses tut, der erntet das, was er Böses getan hat. Und diejenigen, die hier einfach behelligt worden sind, sie sollen frei sein im Namen Jesus Christus. Ja? Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Da geht es um einen Todesfluch. Das geht darum, dass Menschen von dämonischen Kräften gesteuert andere verfluchen, damit sie sterben. Und da sagt die Bibel, der fällt selbst hinein. Das heißt, das, was er selber initiiert hat, das kriegt er. Und das sprechen wir aus. Wer immer hier gegen das Volk Gottes aktiv war, wer immer hier irgendwas geplant hat gegen das Volk Gottes, es trifft ihn selber im Namen Jesus Christus. Und das, wir sind frei. Wir sind frei von den Machenschaften des Feindes. Zurück mit den Attacken, zurück mit den Bedrängnissen, zurück mit dem, was der Feind als Agenda hat. Wir sagen Nein dazu. Nein, nein, nein. Das Volk Gottes muss frei sein. Denn der Herr der Herr ist gekommen, damit wir das Leben und volle Genüge haben. Amen. Volle Genüge. Wenn du nicht volle Genüge hast, dann ist das faul, weil der Feind dich bedrängt. Und wir sagen im Namen Jesus, es muss eine Veränderung kommen. Bei allen, die hier uns ihre Anliegen geschickt haben und bei denen, die zuschauen. Sei gesegnet. Sei Veränderung in deinem Leben. Wir sprechen eine massive Veränderung ein. Da, wo du blockiert bist, wo du Not hast, wo du Schmerzen hast, wo Krankheit ist, wo Schulden ist. Es kommt zu einer Veränderung im Namen Jesus. Sei aktiv. Nimm es im Glauben. Bete mit, damit Dinge wirklich verändert werden, wie wir es gesagt haben. Es darf nicht so bleiben, wie es ist. Wir müssen in diese Phase kommen, wo Dinge wirklich so sind, dass man einen sieht. Es gibt einen Unterschied zwischen denen, die Gott dienen und denen, die ihm nicht dienen. Amen. Ich möchte beten für dieses Anliegen, eine Mutter geschrieben hat, meine Kinder melden sich nicht mehr bei mir. Ich möchte sagen, es gibt einen Shift. Es wird eine Veränderung eintreten. Amen. Wir rufen das hervor, dass deine Kinder sich bei dir wieder melden. Ja. Wir rufen das hervor, dass sie zur Erkenntnis kommen und dass es eine übernatürliche Wendung gibt. Ich bete für die Person, die geschrieben hat, dass sie mit 12 Jahren ein Trauma erlebt hat und seitdem nicht wirklich richtig sprechen kann, sondern in ihrer Persönlichkeit bedrängt ist und nicht Position einnehmen kann. Wir beten für jeden Namen, der eingesandt wurde, für jeden Namen, der geschickt wurde mit dem Anliegen, mit diesem Herzensschrei, dass diese Menschen in der Herrlichkeit wiedergefunden werden. Herr, wir proklamieren, dass dein Wort der Wahrheit diese Menschen findet. Wir wissen, dass deine Berührung, dein Heiliger Geist ziehen muss, damit diese Menschen aufwachen und sie zu einer lebendigen Beziehung mit dir kommen, Jesus. Ich proklamiere, dass dieses Ziehen jetzt gespürt wird. Wir wissen aus deinem Wort, dass du gesagt hast, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wir proklamieren ewiges Leben. Ewiges Leben ist gelegt auf jeden Namen, der uns eingesandt wurde. Jeder Name, der vor dem Herrn ausgebreitet wurde und wird und jetzt noch wird, er wird beansprucht für das Reich Gottes. Amen. Wir lassen das nicht fallen, sondern wir beanspruchen diese Namen für das Reich Gottes. Dem Feind wird es nicht gelingen, die Kinder der Gerechten zu stehlen und für seine Zwecke zu missbrauchen, sondern wir fordern, dass es eine Veränderung gibt und dass das Volk Gottes erlebt, wie die Kinder der Gerechten wirklich zum Herrn durchbrechen. Im Namen Jesus. Wir beten, dass Gott den Kindern übernatürlich begegnet und sie ihn erkennen
und dass sie ihn in ihre Herzen hineinlassen und dass sie die Ewigkeit mit ihm verbringen können. In der Bibel steht, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn du jetzt zu den Leuten gehörst, die nicht wirklich wissen, ob sie für Zeit und Ewigkeit gerettet sind, ist jetzt der Augenblick für dich da, wo du dieses Klopfen von Jesus an deiner Herzenstür hörst und wo du ihm auftun kannst. Und Jesus hat gesagt, wenn ihr mir eure Herzenstür aufmacht, dann werde ich hineinkommen und werde Gemeinschaft mit euch haben. Wir proklamieren für die Menschen, die von ihren Eltern zu diesem Thron der Gnade gebracht werden. Nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern vielleicht tausendmal, über Jahre hin. Wir proklamieren, dass es eine Wendung gibt, dass heute gespürt wird, heute Nacht auch gespürt wird. Wir proklamieren, dass in dieser Nacht der Heilige Geist um diese Menschen herum ist, sich wie eine Schwere, wie ein Kabott, sich auf diese Menschenherzen legt. Und dass sie spüren, ich muss eine Entscheidung für Gott treffen. Ich muss in diese Entscheidung zu Jesus hineingehen. Amen. Yes. Hier möchte ich für jemanden beten, der einfach geschrieben hat, ich kann von der Rente nicht leben. Es reicht nicht. Es reicht nicht. Und es gibt Menschen, die in dieser Situation sind. Da sind zum einen Leute, die in Hartz IV sind und es reicht nicht. Da sind Leute, die Rentner sind und es reicht nicht. Da sind aber auch Unternehmer, die ihre Kosten haben, die ihre Mitarbeiter haben und es reicht nicht. Und ich bete für all diejenigen, die jetzt mit uns hier verbunden sind, durch die Anliegen, die uns geschickt worden sind oder hier durch den Livestream, wie auch immer, wer in der Situation ist, dass er sagt, es reicht nicht finanziell. Wir sprechen aus, dass der Raubzug des Feindes gestoppt ist jetzt. Wir sprechen aus, dass du volle Genüge haben wirst. Wir sprechen aus, dass du gesegnet bist bei deinem Eingang und bei deinem Ausgang und dass da kein Mangel ist. Und wenn momentan auch nicht erkennbar ist, wo eine Lösung herkommt, weil du einfach keine Ahnung hast, wo es herkommen kann, dann sprechen wir aus, dass sich übernatürlich einfach ein Weg öffnet und dass da Segen freigesetzt ist, damit deine Versorgung gewährleistet ist, damit nicht ein Unternehmer irgendwelche Leute entlassen muss, nur weil da irgendwie Mangel gerade da ist, sondern es soll Segen freigesetzt sein. Wir sprechen aus finanzieller Zufluss, Aufträge, Arbeitsmöglichkeiten, was weiß ich, Erbschaften, irgendwas, was freigesetzt ist, wo der Segen des Herrn kommt. Ja. Oder ganz einfach, übernatürlich, Geschenke, Vermehrung, wir proklamieren. Dieser Mangel muss ein Ende haben im Volk Gottes. Wir wollen auch beten, hat jemand uns angeschrieben, dass es da zu einem Rechtsverfahren gekommen ist. Sie musste Rechtsanwaltshilfe in Anspruch nehmen, weil sie von jemand bedroht wurde, mit Geldforderungen erpresst wird. Es ist eine Summe von 400.000 Euro gefordert worden und wir proklamieren, dass diese Geschichte aufgeklärt wird und dass es da auch zu, wie soll ich sagen, zur Lösung kommt, Gerechtigkeit kommt und dass diese Frau nicht mehr unter diesem Druck leben muss. Nicht mehr unter dieser Angst leben muss, was da noch als nächstes kommt. Auch das sind auch noch viele andere oder einige andere Leute drin mit reingezogen worden. Und es ist eine boshafte Geschichte dahinter. Ein boshafter Mensch, Mächte der Bosheit, die diese Frau und andere bedrängen. Und ich proklamiere im Namen des Herrn, jeder Mensch, der jetzt auch hier dabei ist, auch diese Frau, dieser diese Anzeige, diese Geschichte, die kommt zum Ende. Ja. Ihr wird Recht gesprochen. Yes. Sie wird davon befreit, dass jemand auf ihr Leben, auf ihr Eigentum, auf ihr Erbe die Hand zu strecken versucht. Genau. Erpressung Feuer auf diese Hände. Muss aufhören. Genau, es muss abgeschnitten werden in dem Namen des Herrn. Der Zugriff wird gekappt im Namen des Herrn. Im Namen des Herrn. Es kann nicht sein. Die Dinge kommen ans Licht und diese Sachen werden zurückgewiesen. Richtig. Und wer da einfach andere unterdrückt und in krimineller Weise arbeitet, der kommt wirklich, kommt ans Licht und es wird Gerechtigkeit gesprochen. Yes, in Jesus name. Wer Betrug, Erpressung, irgendwelche Dinge, die einem nicht zustehen. Oder hier, wir hatten auch einen Fall, wo jemand schrieb,
Abfindung. Die Abfindung wird nicht gezahlt. Ja. Ja, wo irgendwelche Blockaden mit sowas sind. Ja. Wir sprechen aus im Namen Jesus Christus. Das hört auf. Und es kommt jetzt dazu, dass alles, was rechtens ist, dass das eingesetzt wird im Namen Jesus Christus. Wo unrechte Kräfte sind, wo Böses versucht wird, wo der Teufel versucht zu rauben. Es stoppt jetzt. Und wir sprechen aus, es ist abgeschnitten. Und dieses Bedrängende, dieses Angst, hört auch auf. Wir sprechen aus, dass die Personen komplett frei sind von diesem Ding, wo ein Zugriff ist, wo der Feind versucht, etwas zu machen. Ein anderer Fall, den ich hatte, war folgendes. Ein Mensch im Ausland hat Christen hier erpresst. Wo einfach die hier waren, Christen, in dem Fall mit Migrationshintergrund, die erpresst worden sind. Und wir sagen im Namen Jesus Christus, das hört auf. Nein dazu. Die Geschwister hier müssen frei sein. Sie müssen geschützt sein. Amen. Sie müssen bewahrt sein. Und es gibt nicht dazu, dass da irgendwelche solche kriminellen Sachen sind. Wir verbieten es im Namen Jesus Christus. Amen. Wir sagen, zurückgedrängt. Und die Leute sind abgeschnitten von der Bosheit. Absolut abgeschlissen. Im Namen Jesus Christus. Jawohl. Hier ist jemand, der macht sich große Sorgen um seine Eltern. Eltern, die schon auch mit Krankheit konfrontiert sind. Und er macht sich auch Sorgen, dass er sie verlieren könnte. Herr, wir beten für eine besondere Stärke jetzt in dem Menschen, der uns das Anliegen anvertraut hat, dass er sicher ist, dass du ihn weiterführst und dass du mit den Eltern wirklich gute Pläne hast. Und Herr, dass du da wirklich auch Erkenntnis schenkst, gesund zu leben, gesünder sich zu ernähren und was auch immer dazugehört. Und die gleiche Person hat geschrieben, dass sie unter großem Druck in gemeindlichem Zusammenhang steht und ich bete wirklich, dass dieser Druck weicht und dass dieser Mann hier die richtigen Entscheidungen trifft. Wir breiten diesen Brief aus, Herr, in deinem Heiligtum. Und ich bin sicher, dass du diesen Menschen siehst, weil ich weiß, dass er dich liebt. Und ich weiß, dass er dir gerne dienen möchte. Aber der Druck hier in diesem gemeindlichen, pastoralen Umfeld ist einfach so stark geworden und so kräftezehrend, dass wir beten wollen, dass er wirklich in eine gute Entscheidung hineinkommt. Und dass er... Ja, dass er nicht in dieses Murren kommt, in diesen Ärger und in diese Wut über andere Leute, die ihn wirklich bedrücken und bedrängen. Und Herr, ich weiß, dass du ein Erbarmer bist und dass du nicht willst, dass wir dem Teufel mit Wut, mit Murren, mit all diesen Dingen Recht geben. Und ich bete für diesen Menschen, der uns das geschrieben hat, dass du ihn aufbaust, dass du ihn näher zu dir ziehst, dass Angst weicht, Druck weicht und all diese Dinge von seinem Leben wirklich weichen. Ja, Amen. Wir haben verschiedene Anliegen natürlich, wo Leute entweder selber oder eben auch bei ihren Angehörigen mit Krebs zu kämpfen haben. Ja. Schwere Form von Krebs, alles Mögliche, was man sich nur vorstellen kann. Ja? Ja. Von Leukämie, Hautkrebs, allem. Ja. Und das ist ein Fluch. Eine Geißel. Es ist so ein Elend, so eine Not. Und wir widerstehen dem. Ja. Wir widerstehen dem. Und wir sprechen jetzt aus. Und da gib mir mal die Hand. Und wir sprechen aus im Namen Jesus Christus, dass diese Dinge, ja, wo Krebs einfach versucht, das Volk Gottes zu schädigen, zu Tod zu bringen und sie, wie soll ich mal sagen, wie so ein Klammergriff, wie so eine Gefangenschaft, wie so eine böse Kralle sich um das Leben dieser Geschwister legt. Wir sprechen aus, dass das abgeschlagen ist, dass das weggenommen ist, dass das verbrannt ist und dass da Heilung fließt. Heilung fließt, Heilung fließt, Heilung fließt, Wiederherstellung fließt. Widerstehen der dämonischen Kraft des Krebses und sagen, weiche raus, du bist gebunden. Wir sagen, du bist gebunden. Die Bibel sagt, wir dürfen lösen und binden und wir erklären, du bist gebunden. Und die Menschen werden frei davon. Frei. Im Namen Jesus Christus. Wir widerstehen diesen zutiefst boshaften Macht von Krebs. Nein, du hast kein Recht, das Volk Gottes anzufassen. Wir widerstehen dir. Und das erweitern wir eigentlich für alle Krankheiten, für alle Dinge, wo Menschen zu kämpfen haben, was auch immer es sein mag. Ja, was auch immer es sein mag, mit den Knochen, mit inneren Organen, mit Lunge, es ist egal. Alles, was
an Krankheitsmacht ist. Krankheitsmacht ist. Ist letztlich eine Macht, die widergöttlich ist. Yes, ist stimmt. Letztlich etwas, was uns das Leben rauben will. Ist letztlich etwas, was uns bedrängt. Ist letztlich etwas, was zutiefst widergöttlich ist und wir widerstehen dem. Ja? Ja. Wir widerstehen dem. Wir widerstehen dem. Jesus Christus ist gestorben, damit wir geheilt, also gerettet natürlich, gerettet, geheilt und komplett gemacht worden sind. Ja? Und deshalb widerstehen wir jeder Form von Krankheit und sprechen Heilung über euch aus. Heilung über jeden Einzelnen. Und Heilung über jedes Anliegen, was hier ist. Herr, du bist der Herr, der Heilung hat für uns. Wir beten jetzt besonders auch für die Leute, die im Krankenhaus sind. Jetzt zur Zeit haben uns auch angeschrieben, ich bin jetzt im Krankenhaus, ich bete für diese Personen, dass sie an Kraft zunehmen, dass die Blutwerte sich ändern, dass Kraft kommt. Wir sprechen euch zu, dass ihr auf den Herrn hört, dass ihr auffahrt mit Flügeln wie Adler, dass ihr laufen könnt und nicht müde werdet, dass ihr wandeln könnt und nicht matt werdet. Wir haben Menschen auch in unserem näheren Umfeld, die sehr überraschend so hinfällig geworden sind, kraftlos geworden sind, Krankenhausaufenthalte hatten. Herr, wir beten für diese Leute, für diese deine Kinder, dass du sie erhebst, dass du sie am inwendigen Menschen stärkst, dass sie wirklich fokussiert bleiben auf dich und dass sie von dir alles erwarten, dass sie dir vertrauen. Es sind Menschen, die deine Kinder sind und die dir vertrauen. Und Herr, ich bete ganz besonders, dass du in dieser Nacht zu diesen Menschen im Krankenhaus sprichst, wenn sie nicht schlafen können, auch wenn sie zu Hause sind und bettlägerig sind. Sprich zu ihnen, Herr. Sprich Worte zu ihnen, die nur sie verstehen, die nur sie von dir empfangen können und wissen, ach, das ist etwas, was der Herr mir sagt. Herr, du bist der Gott allen Trostes. Der Heilige Geist ist der Tröster. Er ist der Planer der Wunder. Er ist der wunderbare Ratgeber. Herr, ich bete für alle, die schlaflos in dieser Nacht sein werden oder schon in manchen Nächten schlaflos waren, dass sie sich an dich erinnern und dass sie wissen, es gibt Gott, der an meiner Seite ist und dass sie fest im Vertrauen bleiben auf dich, Herr. Ich bete um eine Festigkeit im Glauben. Yes. Und ich möchte beten für all diejenigen, die unter Angst leiden, unter Sorge leiden, unter Furcht leiden, gerade auch in dieser Corona-Zeit. So viele Menschen, die zum Teil Angst vor Corona haben, aber zum anderen Angst vor den Maßnahmen, Angst vor der Einsamkeit, Angst davor, alleingelassen zu werden, Angst, irgendwie isoliert zu sein, Angst vor irgendwas. Und wir sprechen aus, dass dieser Klammergriff der Angst, der auch das Volk Gottes versucht zu erreichen, dass der weggenommen ist, dass das aufgebrochen ist und dass da Freiheit hineinkommt. Wir sprechen aus im Namen Jesus Christus, dass diese dämonische Macht von Furcht, von Angst, von Sorge, und ich rede nicht von einer gesunden Furcht oder sowas, so einem gesunden Verhalten, sondern ich sehe von dieser dämonischen Kraft der Angst, die nach dem Herzen greift und das Leben vollkommen dunkel macht, dass diese Macht zurückgedrängt ist und dass Freiheit kommt in das Volk Gottes. Hier für alle die Menschen, die uns hier ihre Anliegen geschickt haben. Wir haben hier so einen Mundschutz, haben wir hier liegen. So viele Menschen haben so viel Angst und wir sprechen aus im Namen Jesus Christus. Es kommt zu einem Durchbruch. Es kommt dazu, dass diese Angst weicht und dass wir, wie die Bibel sagt, aufstehen im Namen Jesus Christus, die Häupter erheben und wissen, unsere Erlösung naht. Das ist es, was wir tun sollen. Das ist es. Und ich widerstehe diesem Angst. Das ist eine übernatürliche dämonische Kraft. Im Namen Jesus Christus, sie sei vernichtet, sie sei gebrochen, sie sei gebunden, sie muss weg, damit das Volk Gottes in Position ist, in Klarheit ist, in der Autorität, die uns gegeben ist, vorwärts gehen kann. Als Armee des Herrn. Nicht besiegt am Boden liegend, sondern marschierend. Vorwärts gehend. Das Reich Gottes baut und Menschen rettet. Ich will hier, weil das jetzt gerade zu diesem Thema passt, ein Gebetsanliegen mit euch teilen und euch auch bitten, da auch mit uns zu beten, dass wir uns eins machen, was einfach mit dieser Geschichte hier zu tun hat. Das hat mich heute auch sehr bewegt, kam auch erst heute oder letzte Woche Freitag. Und zwar schreibt eine Mama, Corona bestimmt zur Zeit und damit meine ich die völlig unverhältnismäßigen Auflagen, die damit verbunden sind, unser Leben. Da unser Sohn am ersten Schultag
vor einem Schüler gesessen hat, in dessen Familie ein Corona-Fall war. Jetzt muss nicht nur Peter bis zum 26.08. zu Hause bleiben und das, wo die Schule gerade erst angefangen hat, sondern wir als restliche Familie auch. Zudem musste er noch einen Test beim Hausarzt machen. Das ist schon am vergangenen Dienstag gewesen und wir haben immer noch kein Ergebnis. So, das sind sehr herausfordernde Dinge, die sehr viel Unruhe in die Familien gebracht haben und auch noch bringen. Ich möchte beten für alle Mütter und Väter, die zu Hause sein müssen, weil einfach solche unvorhergesehenen Situationen eintreten. Auch für die Kinder. Für die Kinder ist es ein abgeschnitten sein. Wir waren in dieser Woche mit einer jungen Frau zusammen, die hatte Corona. Sie war an Corona erkrankt. Und wir haben so über das Thema allgemein gesprochen. Und dann habe ich gemerkt, sie möchte nicht darüber sprechen und wir haben das dann angesprochen und sie sagt, ja, ich habe da so eine Scham. Versteht ihr, Corona ist eine Macht und diese Macht bringt mit sich quasi wie unter ihren Mantel, bringt sie noch diese Scham jetzt mit. Denn niemand darf ja wissen, dass ich Corona hatte oder niemand darf wissen, ich war mit Corona-Leuten zusammen. Oder wie hier diese Mutter in der Familie, wir müssen alle zu Hause bleiben. Ja, und dann auch dieser Punkt, dann quasi mehr oder weniger geächtet, isoliert zu sein, auch in der, in der Umgebung und so weiter. Und auch dieses quasi abgeschoben sein, geächtet sein, mit den Fingern wird auf diese Personen gezeigt, auch vielleicht auch auf die Kinder in der Schule. Wir wollen beten, dass das ein Ende hat. Wir wollen beten, dass Denunzierungen ein Ende finden. Amen. Wir möchten beten, dass Familien gestärkt sind, auch wenn sie durch so eine Situation durchgehen. Herr, ich bete, dass dein Heiliger Geist ihnen jetzt Trost gibt, Ermutigung, dass sie ein schnelles Ergebnis haben, dass dieser Junge nicht an Corona erkrankt ist, noch jemand in seiner Familie, dass du sie alle bedeckst mit deinen Flügeln und dass sie auffahren, auch mit Flügeln wie Adler. Sie werden ein Zeugnis haben deiner Güte. Herr, ich proklamiere, dass du die Mama stärkst, den Vater stärkst, dass gerade in den Familien auch, wo ich jetzt dran erinnert werde, es gibt Familien, die Kinder, Pflegekinder haben, Adoptivkinder haben. Wir haben einige Gebetsanliegen bekommen, wo es in diesen Familien, wo die Eltern sich über fremde Kinder erbarmt haben, sie in ihre Familie aufzunehmen, sie zu ernähren, sie zu versorgen, sie in Bildung zukommen zu lassen, dass der Feind das ausnutzt und ihnen das Leben ganz besonders schwer macht und dass die Kinder sich nicht wirklich gut entwickeln. Herr, wir beten um deine Hilfe, wirkliche, echte Hilfe, dass du diese Dinge veränderst, dass Kinder, die in den Familien sind als Pflegekinder, dass du sie übernatürlich frei machst, auch von dämonischen Einflüssen frei machst, dass du sie frei machst von Fehlentwicklungen, von Dingen in ihrer kindlichen Vergangenheit, die sehr schlimm und schwierig erlebt wurden. Wie vorhin dieses Mädel, die mit 12 Jahren in ein Traumaerlebnis gekommen sind. Herr, ich bete für die Leute, die sich zurückerinnern können an Missbrauchserlebnisse. Herr, ich bete, dass du sie übernatürlich bedeckst und dass diese Erlebnisse nicht immer wieder die Priorität Nummer 1 in ihrem Kopf haben, sondern dass sie wie mit einem Vorhang abgedeckt sind und dass du Heilung und Wiederherstellung schenkst. Heilung und Wiederherstellung kommen vom Thron der Gnade. Und du hast gesagt, nehm von meiner Fülle. Ich habe Fülle um Fülle. Und es heißt, wir haben genommen aus seiner Fülle Gnade um Gnade. Herr, ich bete um deine Fülle in diesen Familien, über diesen Kindern und den Eltern. In Jesu Namen. Und hier ist jemand, der hat ein ganz anderes Problem. Da ist der Feind immer wieder mit längst vergangener Schuld, die er ihm vorhält, der immer wieder kommt, wie mit einem Schuldschein. Und immer wieder, immer wieder. Und du hast den Eindruck, du bist nicht gut genug, du hast es verdorben und du weißt nicht, wie du aus dieser Anklage des Feindes herauskommen sollst. Eins möchte ich dir sagen, Anklage ist immer vom Feind.
Der Herr arbeitet durch den Heiligen Geist mit Überführung. Das ist etwas völlig anderes. Und wir beten jetzt dafür, dass alle, die darunter leiden, dass irgendwelche Dinge vom Feind immer wieder hochgeholt werden, der immer wieder kommt mit irgendwelchen, wie so ein Schuldschein, den er immer wieder vorhält. Wir sagen im Namen Jesus Christus, dass dieser Schuldschein verbrannt ist. Er ist am Kreuz, ja, er hat das Kreuz geheftet. Yes. Das Blut Jesu ist da drüber gestrichen. Es gibt nichts mehr. Wenn du ein wiedergeborenes Kind Gottes bist, dann gibt es nichts, was yes. der Feind dir vorzuhalten hat. Egal was gewesen ist, es ist vorbei. Und wir sprechen aus, dass dem yes. Feind dieser Schuldschein und dieses ständige Wiederkommen yes. aus der Haut weggenommen yes. ist, Amen. Vernichtet ist Amen. Und dass Amen. Freiheit kommt. Freiheit kommt. Yes. Ich spreche dir Freiheit zu. Yes. Ich spreche einigen anderen Heilsgewissheit zu. Ja. Es gibt Leute, die haben Probleme mit der Heilsgewissheit. Ja. Ich spreche aus, der Heilige Geist gibt in deinem Herrn, in deinem Herzen Heilsgewissheit. Es gibt etwas Neues. Da, wo anklagende Stimmen sind, da, wo irgendwelches Einreden des Feindes ist, da, wo irgendwelche negativen Einflüsterungen sind, da, wo irgendwelche Dinge sind, wo der Feind dich dazu bringen will, Blödsinn zu machen oder dich umzubringen oder vor die Schienen zu schmeißen oder was auch immer. Feuer drauf! Wir sprechen aus, es sei vernichtet. Wir widerstehen dem. Wir sagen, diese bösen, anklagenden Stimmen zurückgesandt. Die haben kein Recht, das yes. Volk Gottes zu behelligen. Und wir erklären, ihr seid gebunden yes. im Namen Jesus Christus. Im Namen Jesus Christus. Yes. Im yes. Namen Yeshua yes. HaMashiach. Yes. Yes. Kein Einflüsterung für das Volk Gottes. Wir sind frei von ja. diesen Dingen. Wir sind frei von diesen Dingen. Im Namen Jesus yes. Christus. Ich möchte nochmal hier ein Anliegen, weil es auch so ein bisschen in diese Rechtsangelegenheit geht, nochmal vor dem Herrn ausbreiten. Das ist jemand, die vor 2 Jahren schon ein Patent angemeldet hat und auch ein Logo hat erstellen können und sie wartet auf den Start der Umsetzung. 2 Jahre ist eine lange Zeit, wenn man schon sehr viel vorausgearbeitet hat. Und wir beten dafür, dass der Herr jetzt dieses Logo mit dem Patent, mit diesen ganzen Dingen auf den Weg bringt und diese Tür öffnet. Wir lesen in der Bibel, dass niemand eine Tür öffnen kann, die der Herr nicht öffnen möchte. Und dass niemand eine Tür verschließen kann, die der Herr nicht verschließen möchte. Und jetzt proklamiere ich im Namen Jesus, dass hier von dieser Frau, die dieses Patent entwickelt hat und alle diese Dinge, die dazugehören, die das vor 2 Jahren schon eingereicht hat, dass das jetzt in geöffnete, durch geöffnete Türen hindurchkommt. Dass es einfach durchgereicht wird und zum Arbeiten weitergegeben werden kann. Ich proklamiere, Herr, dass du dich über dieses Anliegen hier speziell wirklich erbarmst. Du hast Kreativität gegeben und du möchtest, dass kreative Dinge entstehen und wirklich hervorkommen. Hier habe ich Anliegen, da geht es im Grunde genommen um sowas wie Probleme mit den Vorfahren, mit den Ahnen, wo solche Sachen ja. wie Krankheiten oder solche Dinge immer weitergegeben werden. Weißt du, und das ist ein Punkt, der ist schwierig. Und ich möchte für Licht beten. Ich möchte für Licht yes. beten, damit man überhaupt weiß, was ist eigentlich los. Damit wir wissen, wo ist der Feind eigentlich da am Arbeiten? Was ist eigentlich das, warum da ständige yes. Rückschläge sind? Warum da ständige ja, Probleme stimmt. sind? Warum da ständige Not ist? Weil ja. immer wieder was Komisches ist. Wo ist eigentlich das Problem? Und wir sprechen aus im Namen Jesus Christus, dass Licht des Herrn darauf fällt. Auf diese Dinge. Ja, ja. Und das erkennbar ist, wo das Problem ist. Wir haben gehört, wenn das Licht kommt, das Licht des Herrn kommt, bricht große Freude aus, bricht Jubel auf. Und man sieht, was los ist. Und ich spreche aus für dich in deinem Leben. Licht kommt auf das, was bei dir ist. Du siehst, wo hat der Feind irgendwelche Anrechte? Wo muss was bereinigt werden? Wo muss irgendwas geklärt werden? Und wo ist es etwas, was du bindest oder zurückweist? Ich spreche Klarheit aus. Ich spreche Licht aus. Über dir, über deinem Leben, deiner Gesundheit, deinen Finanzen, deiner Familie, deinen Beziehungen, deinem Arbeitsumfeld, über allem, was dich betrifft, bei den Leuten, die eine Firma haben, die ein Unternehmen haben, dass du Licht hast, was überhaupt da passiert, was da läuft. Dass du weißt, wo sind Leute, die gegen dich aktiv sind. Mit Verfluchen, mit Verwünschung oder sowas. Du musst es wissen und wir sprechen aus, dass da Klarheit kommt, yes. dass Licht kommt. Licht für dich ganz persönlich, Licht für dein Umfeld, Licht für deine Nachbarschaft, Licht ja. für deine Stadt, Licht für
die Region, in der du liegst, in dem Landkreis von mir aus, Licht in dein Bundesland, Licht für Deutschland, Licht für Europa. Wir beten für Licht, 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 das die großen und die kleinen Dinge ans Licht bringt, damit wir frei werden davon. Ja, ich spreche diese übernatürliche Erkenntnis aus über uns, dass der Feind, der jetzt im Dunkeln wirkt, nicht mehr im Dunkeln ist, sondern dass das Licht seine Machenschaften einfach richtig hervorbringt und dass wir sehen, wie wir effektiv und gezielt dagegen angehen können. Ihr seht, das waren nur einige, die wir jetzt so rausgegriffen haben, einige von diesen Briefen. Jeder Brief, jede Mail, alles, was wir bekommen, wir drucken es aus und wir beten über diesen Anliegen. Und wir wollen jetzt gleich das Abendmahl auch über diesen Anliegen nehmen. Das heißt, wir machen das nicht als so einen Zauberspruch, jetzt muss es aber dann ganz besonders, sondern einfach, dass wir diese Anliegen wirklich dem Herrn zur Verfügung stellen. Dass wir sagen, Herr, tu ein tiefes Werk an den Menschen. Verändere Situationen. Nimm die teuflischen Klammern, diese Ketten, nimm sie weg von Sucht, von Angewohnheiten, von Rauchen, von irgendwelchen Tablettenabhängigkeiten, von wo nicht Medikamente zum Dienen im Körper genommen werden, sondern um eine Abhängigkeit zu unterstützen. Wir wollen sehen, dass die Dinge sich verändern. Und wir wollen Zeugnisse haben. Zeugnisse, wo Gott Zeichen und Wunder getan hat. Nicht wegen uns. Nicht wegen uns, das möchte ich deutlich sagen. Aber wir möchten jetzt wirklich in das Abendmahl reingehen. Ja. Und ein Vers, der mir wieder sehr ans Herz gesprochen hat, der ist in 1. Korinther 11, 26. So oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. So oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, so oft. Wir tun das oft. Und das ist etwas, wo wir am Anfang schon gesagt haben, tu das oft. Es ist es ist eine Gabe und eine Waffe. Es ist ein großes Vorrecht und es ist eine Freude. Absolut. Das Brot zu essen und den Kelch zu trinken. Also, es gibt christliche Kreise, da ist das so eine ganz eigentümliche, sonderbare Geschichte. Ich kann mich erinnern, ich war viele Jahre in einer Gemeinde, sogar in leitender Position zeitweise. Da war es so, das Abendmahl war so, du hattest den Eindruck, da wird jeden Moment der Sarg reingetragen. So eine komische Stimmung, so irgendwie steif, befremdlich und so weiter. Es war so komisch. Das ist nicht das, worum es geht. Ja. Es ist etwas, was wir mit Freude nehmen können, weil es ist unser Leben. Wir sind die Kinder Gottes. Ja. Er ist für uns gestorben. Wir machen uns das bewusst. Ja. Es ist einfach super. Ja. Ja. Und so oft wir daran denken. Ja. Erinnert euch. Wenn du dreimal am Tag dran denkst, dann kannst du es dreimal am Tag machen. Ja. Es gibt da keine Regel. Es ist etwas, was du tust und was gigantische Auswirkungen hat, was wirklich wichtig ist, weil wir machen uns immer mehr bewusst, wir haben darüber gesprochen, dass du diese innige Beziehung zum Herrn haben musst. Das Abendmahl ist ein wichtiger Bestandteil davon. Das nimmst du in dich auf und wirst dir bewusst, der Herr hat alles für mich gegeben. Ja. Er hat sich sein Leib, sein Fleisch, sein Körper hat er für mich dahingegeben, ans Holz nageln lassen, für mich. Damit ich gerecht bin, damit ich in Ewigkeit beim Herrn sein kann, damit ich die gleiche Zukunft haben kann, die Gott hat. Das musst du dir vorstellen. Das machst du dir bewusst, das nimmst du nicht auf. Und du nimmst den Wein, das Blut und machst dir bewusst, sein Blut ist für mich vergossen. Yes. Das Blut Jesu ist die kostbarste, die wertvollste, die mächtigste Substanz im gesamten Universum. Und du machst dir bewusst, ich nehme es in mich auf. Es ist Teil von mir. Es gehört zu mir, weil Christus ist mein Leben. Ja. Amen. Und in diesem 1. Korinther-Text, noch in dem 11. Kapitel, Vers 23, da lesen wir diesen, wie Jesus das gemacht hat. Und das möchte ich mit uns jetzt gemeinsam betrachten. Da heißt es,
In der Nacht, in der er überliefert wurde, nahm er das Brot. Und als er gedankt hatte und es sprach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist, dieses tut zu meinem Gedächtnis. So, Herr, wir danken dir für das Brot, für deinen Leib, den du uns gegeben hast. Du hast dich vollkommen hingegeben. Wir danken dir, dass wir diesen Leib in uns aufnehmen können, durch unseren Mund mit dem allen, was wir in unseren Körper aufnehmen. Ja. Wir nehmen dieses Leben, dein Leben, deinen Leib in uns auf. Und wir denken an dich, Herr. Im Natürlichen und ein Zeichen von dieser geistlichen Wahrheit. Amen. Mhm. Amen. Yes. Das auch hier. Wir nehmen das Brot für die Anliegen. Wir nehmen das Brot und brechen es einfach nur als Zeichen über all diesen Anliegen, Amen, die hier in diesem Mosekörbchen sind. Einfach weil nur durch das, was Jesus getan hat, haben wir überhaupt die Hoffnung, dass hier Heilung, Veränderung und Segen geschieht. Das liegt nicht an irgendjemand, auch nicht an uns. Das liegt am Herrn der Herren, was er getan hat. Mhm. Und das machen wir uns damit bewusst, dass sein Leib über all diesen Anliegen gebrochen ist. Yes, Amen. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Der Herr kommt bald. Ja. Und wir haben jetzt noch Zeit, ihn zu verkündigen. Amen. So oft ihr den Kelch nehmt, so oft ihr das Brot aufnehmt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Amen. Jesus kommt bald. Herr, wir danken dir für dieses kostbare Blut. Wir danken dir für die Hingabe deines Lebens für uns. Ich danke dir, dass du dein Leben für mich gegeben hast, dein Blut für mich gegeben hast, zu meiner Erlösung. Und dass ich mit dir in Ewigkeit zusammen bin. Ich preise dich und ich ehre dich. Ich danke dir, dass du dich hingegeben hast für mich. Amen. Ich danke dir, Herr, dafür, dass du das Kostbarste überhaupt, das Blut, ja, dem Blut ist das Leben, von Jesus Christus gegeben hast zu unserer Errettung, zu unserer Erlösung, damit wir das Leben in aller Fülle, das Leben und volle Genüge haben dürfen. Das hast du getan für uns. Amen. Und das hast du getan für jeden Einzelnen, der hier uns sein Anliegen geschickt hat. Yes, Amen. Das hast du für jeden Einzelnen getan, Amen, der hier zuschaut. Und wir danken dir von ganzem Herzen dafür. Und wir sagen im Namen Jesus Christus, dass dieses Blut echte Veränderung bewirkt. Yes. In Jesus' Name. Und wir nehmen jetzt von dem Blut einfach nur als ein Zeichen, auch in die geistliche Welt, und nehmen es hier über diesen Anliegen und wir erwarten, dass das Blut Jesu Veränderung bewirkt. Yes. Korabashidi di katendabasu. Und Herr, wir beten jetzt auch für Frieden. Frieden, der sich auf uns lagert. Dein Shalom, der sich auf uns lagert. Shalom über alle diese Menschen, die uns geschrieben haben. Über jeden Brief, der jetzt bei dir im Heiligtum liegt, den Amen wir zu dir gebracht haben. Wir beten um diesen Shalom, Amen, den übernatürlichen Frieden, der von dir kommt. Und ich segne alle, die jetzt hier in diesem Raum das Abendmahl genommen haben. Wir segnen euch mit dem Frieden und dem Shalom Gottes.
Und es heißt in Römer 5, 1 bis 5, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Nicht aber allein das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, yes, der uns gegeben worden ist. Amen. Wir segnen euch mit diesem gewaltigen Wort, ja, aus Römer 5. Das ist unser Herzensanliegen für euch, dass ihr in den Bedrängnissen nicht aufgebt, dass ihr ermutigt werdet aus dem Wort Gottes, dass ihr das Ausharren der Bewährung wirklich empfindet, Amen, und lernt. Und dass die Hoffnung und Zuversicht auf den Herrn nicht, yes, von euch weicht, sondern dass ihr wisst, die Liebe Gottes, der Heilige Geist, ist in eure Herzen ausgegossen. Und er ist der, der uns gegeben worden ist als ein Tröster, als ein Berater, als der Planer der Wunder. Halleluja. Gottes Segen. Gottes Segen. Wir segnen euch, yes, mit der Fülle dessen, was der Herr, Amen, für euch hat. Dass jeder Mangel und jede Not, jede Krankheit und, yes, alles, mit dem du dich rumschlägst, alles, was nicht vom Herrn ist, dass es gebunden ist und, yes, dass es weicht aus deinem Leben, damit du in die Fülle kommst, die der Herr für dich hat. Amen. Yes. Du hast gehört von den prophetischen Worten, das Volk Gottes muss aufstehen, muss das Haupt, Amen, erheben, muss in den Kampf gehen, muss, Amen, vorwärts gehen, weil es gibt einen gewaltigen Job zu tun. Yes. Und ich spreche aus, dass du dabei bist und dass du gewappnet bist, um dort mitzugehen, für das, was der Herr der Herren, der König der Könige, Jeshua HaMashiach, für unsere Länder hier in Mitteleuropa geplant hat. Amen. 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 Sei gesegnet. Gottes Segen. Sei Alles gesegnet. Gute. Ciao, ciao.